We show you what's happening. Now's the time to relax your mind. The funky technician is back. Technician is back.
Eigentlich ist das immer der beste Zeitpunkt, wenn das Lied zu Ende ist, ne? Machen wir mal. Moment. Starten wir mal. Hallo. Ja. Checking for Updates. Willkommen übrigens an alle, die es schon hergeschafft haben. Da ist er. Connecting. Neuer Server, Tag 2,
Brückenpenner Charlie hat unter der Brücke geschlafen. Mit einem geklauten Fahrrad. Irgendwann fängt er dann noch mal an zu laden. Und wie war euer Tag? Meiner war so lala, ging so. Bisschen stressig auf Arbeit, aber alles noch im Rahmen. So, ja, stimmt. Einloggen. Hier war noch gleich mein Passwort. Bisschen leiser machen. Kann ich gar nicht nachdenken. Ich sag ja, das mit TeamSpeak downgrade, das hat wunderbar funktioniert. 1, 2, 3, hallo. Geklautes Fahrrad ist auch noch da, cool. Aua. Rückwärts. Hallo. Oh ne, ne? Nein, wow. Okay, merken, das Fahrrad fährt nicht rückwärts. Eieiei. Geld verdienen, um Geld verdienen, um mein eigenes Auto zu kaufen. Kriegt man wenigstens keinen Regen ab, so unter der Brücke, ne? Deswegen pennen die meisten Brückenpenner ja unter der Brücke. Homeless. I feel homeless. Joypad, kannst du nicht fahren? Das war der falsche. Kannst du Dicken zeigen. Okay. Komisch. Also mit Joypad Fahrrad fahren macht sich nicht. Keine Ahnung, ob ich das falsch belegt habe. Fahren wir da ein Stückchen noch mit Tastatur. Autofahren ging aber ganz gut gestern. Wir reden uns einfach mal ein, der das Fahrrad gekauft hat, der braucht es schon lange nicht mehr. Kein Plan. Genau. Kann ja mal nachgucken. $250 habe ich schon. Cool. Cool. Könnte auch mal wieder was einzahlen. Hallo? Gib mal Job.
Microphone active. Hallo. Moin. Microphone muted. Wenigstens sagen die Leute hallo. Man kennt ja andere Server, da kacheln sie dich über den Haufen. Platz da, ich muss farmen. Na klar, hätte man jetzt noch ein Gespräch draus machen können. Der hätte Fahrradkette, ne? So ein eigenes Auto ist denn schon ein bisschen Unabhängigkeit, sage ich. So mit Fahrrad die ganze Zeit irgendwo durch die Gegend tängeln, ist ja auch nicht erfahren. Sonst würde es ja Grand Theft Fahrrad heißen, ne? Oder Grand Theft Bicycle. Grand Theft Auto, braucht man schon irgendwie ein Auto. Muss ja jetzt kein teures sein, Hauptsache. Man kann damit fahren. Kommt von A nach B. Ich habe da auch schon eine Theorie, warum ich jetzt nicht 60 FPS Anschlag habe, so wie gestern. Irgendwie nimmt mein OBS ein bisschen mehr Performance als gestern. Ich denke, das liegt hier an dieser... Ach, jetzt weiß ich, woran das liegt. Ich habe hier in der einen Szene eine Medienquelle hinzugefügt. Dieses Utopia-Hintergrundbild, das läuft jetzt eigentlich auch. Also zum Beispiel, wenn das Spiel jetzt crasht zum Beispiel, ne? Dann läuft das auch im Hintergrund, deswegen Spielaufnahme kurz deaktiviere, da seht ihr, das läuft die ganze Zeit im Hintergrund, deswegen habe ich ein bisschen weniger Performance. Ich überlege schon, ob das jetzt unbedingt sein muss. Muss eigentlich nicht sein, wartet mal. So oft crasht das jetzt hier auch nicht. Machen wir das mal aus. War schon mal ein paar Prozente weniger. Was ich im RP irgendwie noch rausfinden muss, was mit den Ampeln ist. Es gibt Hardcore-RP-Projekte, die sagen, ja, Ampeln sind uns egal. Es gibt Casual-RP-Projekte, die sagen, ey, die Ampel, die ist total wichtig, du musst dich dran halten und so. Ne? Also, es ist eine total verkehrte Welt manchmal. Muss ich mal noch rausfinden. Mal sehen, wann ich dann erste Ticket kriege, weil ich über eine rote Ampel geheizt bin. Meine klar, Geschwindigkeit ist eine andere Sache. Man sollte ja nicht ständig Vollpulle fahren und so eine Stoppschilder sind eigentlich normalerweise auch angesagt, dass man da anhalten soll. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist ja wie im realen Leben auch so, wenn du keinen Menschen weit und breit siehst, dann bist du eher bereit, eine illegale Aktion zu machen, als wenn da überall Cop-Autos rumstehen. Oh oh, hier mitten auf der Straße. Ja, wir können ja Rahmenlenker anmachen. Geht gar nicht, wahr?
Oh, hat er angemacht. Sieht man bloß hinten schlecht blinken. Oh, Licht an. Hallo, da gar nix. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Was geht? Ja. LKW-Fahrt, mal gucken. Erste Autobahn grinden. So ein Auto ist ja Unabhängigkeit, ne? Also wie du schreibst, kennst du das Projekt ja auch. Schrägstrich, zock selber drauf. Sonst würde ich ja fragen, was ist das für ein Server? Da würde ich sagen, Ausrufezeichen, Server. Da GameX. Aha, okay. Ja, ich dachte mir, machst du mal diesen Auslieferjob. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass du da ein Fahrzeug gestellt kriegst. Wenn man irgendwas mit Verarbeiten und sowas sieht, ist vielleicht... Shit, falsche Richtung. Wenn man was mit Verarbeiten liest, ist vielleicht naheliegend, dass man da kein Auto gestellt kriegt. Und wenn ich da mit Fahrrad hinfahre, dann ist es vielleicht auch suboptimal. Also, kann ich mal zum Auflieferei fahren. Und ist ganz okay. Gibt zwar nicht megamäßig viel Kohle, aber das ist schon Kohle, ne? Ich würde mal die Spritpreise interessieren, weil bisher habe ich auch noch nicht getankt. Habe ich immer meinen Arbeitgeber überlassen. Aber wenn ich hier bis ich $14 verdiene, dann kann der nicht erwarten, dass ich noch tanke. Nee. Dann sage ich, hier hast du dein Auto wieder. Dann sage ich, ach, ich fange doch noch mal einen Job an und dann liegt bei mir wieder ein volles Auto. Von meinen $14 möchte ich jetzt nicht noch wie $6 vertanken. Nee, das war ja wieder hier. Verdammt. Also diese Gasse hasse ich ja jetzt schon. Habe ich mir ja gestern fast festgefahren. Irgendwo war hier auch eine Straßenlaterne, die ich gestern nicht gesehen habe. Die lassen wir heute mal stehen. Nee, mach ruhig nicht. Alles gut. Irgendwann begegne ich Leuten, die mir helfen und so, also alles gut. Bin da jetzt wohl nicht so auf angewiesen und meine Philosophie ist so und so, GSG und Meta brauche ich nicht. Ich komme von mehreren Hardcore-RP-Projekten und ja, wie gesagt, brauche ich nicht. Also ich bin gestern angekommen sozusagen. So. Jetzt aber. Gestern angekommen und schon mal ein bisschen rumgeguckt, habe mir ein Fahrrad geklaut. Beim Fahrradhändler, da stand ein Fahrrad rum, was nicht abgeschlossen war. Jo. Guck mir das gerade ein bisschen an. Hannes XG, hallo. Willkommen. Probieren, ob wir hier rauskommen. Obwohl das gar nicht, glaube ich, vorgesehen ist als Ausfahrt, ne? So, jetzt rückwärts hier raus navigieren. Holy shit. Ja, hier ist rauszukommen. Okay, falsche Fahrtrichtung. Wir gucken. Ist hier irgendwo einer zu sehen? Keiner zu sehen. Dann hat keiner gesehen, dass ich hier über den Rasenstein bin. Frischfleisch, ja.
Ja, vielleicht begegnen wir uns ja irgendwann und dann kannst du ja dein Hilfsbedürfnis oder sozusagen ausleben und mir das alles erzählen, was du mir erzählen willst. Ne? Wenn wir uns begegnen, dann ist das ja alles kein Problem. Ist halt auch unfair. Ich meine, ich habe jetzt nicht mega viele Zuschauer, aber das habe ich auch in meinen Kommandos so verarbeitet. Ist halt mega unfair, wenn jemand ist, der mit 2, 3, 5, 27.000 Gehirne da sitzt, ne, und ständig Tipps kriegt oder so. Ist unfair den Leuten gegenüber, die nicht streamen und keinen Chat haben, der ihnen hilft und so, ne. Deswegen mag ich sowas denn auch nicht, wenn mir versucht, jemand Tipps zu geben. Das will ich lieber selber rausfinden, weil das nimmt mir in dem Moment ja auch das RP, den Gesprächsstoff. Man kann ja, wenn ich jetzt jemanden treffe, man kann ja über so viel Quatsch labern, was man alles im Chat schon erfahren würde, denn ja, dann hat man schon kein Gesprächsthema mehr, wenn man das alles schon weiß. Jo. So kann man das am besten sehen. Man raubt sich ja selber das RP, wenn man jetzt sich vom Chat helfen lässt und so. Geschweige denn noch irgendwelche Absprachen mit Chat macht und so. Soll es ja alles schon gegeben haben. Hust, hust. Genau, das ist die richtige Einstellung und wer das verstanden hat, dass man sich dadurch das RP ja selber wegklaut, ne, dann genießt einfach, schaut zu und klar, so allgemeine Fragen über den Server, wie mir die gefällt und so, beantworte ich gern. Halt, falsch. Aber selbst wenn ihr neu seid und ich erzähle euch irgendwelche Sachen hier über den Server, ne, dann raubt euch das ja in dem Moment auch RP-Stoff, weil ihr dann ja auch nicht im RP wieder fragen könntet, ah, wie ist denn das hier, ich bin neu und... Ja, da beraubt man sich selber schon wieder dem Gesprächsstoff und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man wenig RP hat, ne, also... So habe ich das bisher auf allen Projekten gehalten, wo ich war. Ja, viel Spaß dann noch. Vielleicht sehen wir uns noch mal irgendwann oder begegnen uns. Ja, ist eine AMD-Grafikkarte, die kann ein bisschen mehr Temperatur. Das sind so eine Heizkraftwerke. Ich habe da auch schon meine Lüfterkurve geändert, also letztens ist da auch wirklich was kaputt gegangen, aber da ist mein Mainboard abgeraucht, wegen wahrscheinlich zu warm. Da habe ich dann glatt meine Lüfterkurve auch noch angepasst, dass der seine Lüfterdrehzahl bei 100% 10 Grad früher erreicht. Ich hatte die, glaube ich, auf 80 Grad eingestellt oder so, weiß jetzt gar nicht genau. Hab die jetzt wieder ein bisschen runtergesetzt, hat der denn Lüftergeschwindigkeit 100% früher erreicht. Und die Grafikkarte läuft doch nicht mit Standardtakt. Die läuft leicht untertaktet. Weil die sonst mir zu laut ist. Ich meine, du kannst mich ja fragen, was ich hier vorhabe, bloß das sagt ja noch lange nicht, ob es hier überhaupt ein ACLS gibt, weil das habe ich selber noch nicht rausgefunden, ob es ein ACLS gibt oder nicht. Kann ich dir also gar nicht beantworten, die Frage. Und hallo, Martin. Ich weiß es leider auch nicht, also kann ich dir noch nicht mal beantworten. Aber wenn es einen gibt, dann versuche ich natürlich irgendwie was in Richtung Mechaniker zu machen. Ne?
Weil das ist halt Charlie seine Story, ne? Also, der ist halt Mechaniker. Ich versuche jetzt nicht in irgendeine Sache von einem anderen Server weiterzuspielen, aber Charlie ist halt nun mal jemand, der an Autos schrauben mag, ne? Und das ist auf jedem Server eigentlich so. Und ich versuche auf keinem Server irgendwelche Stories weiterzuspielen. Darf man ja in dem Sinne hier auch nicht. Ja, und wisst ihr was? Achievement Nummer 1 ist ja schon. Ist ja schon da. Ne? Achievement Nummer 1 ist ja Hut, ne? Klar, das darfst du fragen. Also meins läuft auf Very Fast, ja, richtig. Weil mir ist letztens der Stream-PC abgeraucht. Oder besser gesagt, der Game-PC, Mainboard ist mir abgeraucht und wollte ich die Grafikkarte in den Stream-PC einbauen, weil ich ja da auch einen Xeon 4 Kerne 8 Threads hatte. Aber irgendwie habe ich beim Einbauen sehr wahrscheinlich am Lüfter zu doll gegengedrückt mit der Hand oder so. Also nach dem Einschalten hat er dann fünfmal kurz gepiept. Dann habe ich meinen Laptop gegoogelt, was das bedeutet. Dann sagt der Prozessor RIP. Habe ich noch ein bisschen umgesteckt. Komponenten hat er immer noch fünfmal gepiept. Prozessor RIP. Ja, scheiße. Er zeigt bloß noch ein PC und der muss alles machen. Und das ist halt der 8350. 4 Kerne, 8 Threads und Very Fast schafft er leider bloß. Wenn ich jetzt irgendwas Härteres einstelle, dann würde mein Spiel anfangen zu ruckeln und sowas. Das möchte ich auch nicht. Aber ich habe genug Bitrate gegeben. Das ist eben das Geheimnis. Also entweder du hast Rechenpower oder du hast Bitrate. Und für 720p mit 30 FPS schiebe ich gerade 3 Megabit. Und das ist für Very Fast auch in Ordnung, denke ich, oder? Wechselt das krass jetzt, wenn ich fahre. Ich habe da schon Partner-Streamer, die eigentlich wissen sollten, gesehen, die haben auf 1060 eingestellt. 1080p und teilweise sogar 60 FPS und dann machen die bloß 3 Mbit an und keiner sagt denen, ey, das sieht aus pixelig wie Sau, ne? Sobald da irgendwie Bewegung im Spiel ist. Das ist null Verpixelung, ja, das ist gut so. Das ist gut so, das war mein Ziel. Und ich habe auch schon überlegt, in meinem alten Stream-PC war so eine. Ja, kann man noch ein bisschen höher drehen. Ich kann theoretisch. Also. Ich kann mehr Bitrate machen als Twitch erlaubt. Mein Internetanbieter hat momentan noch 50 Megabit Upload. Und wenn ich dann den Vertrag, der ist angepasst geworden jetzt, der Vertrag, demnächst habe ich dann bloß noch 25 Megabit Upload, aber Twitch erlaubt ja bloß eigentlich 6. Und mit einem Stream-PC wäre das natürlich besser, dann könnte man härteres Encoding einstellen, dann kann man noch 900p oder sowas streamen, weil das dann auch ein bisschen besser aussieht. Aber naja. Momentan muss das so gehen, aber ich überlege, ob ich demnächst mir diese GTX 750 da noch einbaue, weil auf dem Mainboard ist noch Platz. Und dann da gibt es doch diesen Encoder NVENC. Dann kann ich nämlich diese 720p mit der Grafikkarte encoden lassen. Und dann ist mein Prozessor wieder 10% mehr Luft. Das NVENC ist zwar scheiße irgendwie und da müsste ich dann theoretisch dann auch mehr Bitrate einstellen. Also ein Kumpel hat mal getestet, vielleicht kennst du den ja sogar, den Klaus Pedersen. Der hat mal mit seiner Nvidia Grafikkarte ein bisschen rumprobiert. Wenn der 6 Megabit eingestellt hat bei 720p60, dann sieht das sogar mit diesem NVENC ganz gut aus und pixelt kaum, wenn man Bewegung hat.
Da gibt es ein paar Geheimnisse. Ich glaube, das war Mixer mit den 10 Megabits, ne? Ich meine, ich kenne auch jemanden, der streamt regelmäßig mit 8 Megabit. Und Twitch sanktioniert ihn nicht dafür. Hm. Das ist aber so eine Grauzone. Offiziell sagen sie 6 Megabit, ne? Alles über 6 Megabit ist so eine Grauzone. Wenn man dann kein Encoding hat, dann ist es ein bisschen schlecht. Jetzt hatte ich Glück, weil ich halt so früh angefangen habe mit dem Streamen, habe ich auch Encoding bekommen. Wenn ich sonst nach 19 Uhr anfange mit Streamen, habe ich selten Encoding. Weil dann alle schon online sind und ihr Encoding haben und dann sind die Slots halt weg von Twitch aus. Ne? Nee. Ich wollte eine zweite Grafikkarte einbauen. Also eine GTX 750, die wirklich nur dafür da ist, um den Stream zu encodieren. Also jetzt, ich habe ja meine AMD R9 380X hier, die das alles hier rendert, ne? Momentan habe ich CPU-Encoding und ich überlege halt in den zweiten PCI-Express-Slot, den ich habe, eine Grafikkarte einzubauen, die eigentlich zum Zocken nicht geeignet ist, so wirklich. Ich glaube, die hat 2 GB und da kann man dann den Stream drüber encoden lassen, über die Grafikkarte. Also die zweite, die halt schlecht ist. Dann hätte ich nämlich ein bisschen mehr CPU-Power. Hm? Genau, so ist das gemeint. Und das ist auch eine, die braucht nicht extra Strom. Also das ist, eine, wie gesagt, so eine pleppige GTX 750. Ist nicht mal Ti, glaube ich. Die braucht keinen Stromanschluss. Die holt sich ihren Strom über das Mainboard und hat eh einen Lüfter. Und die würde ich auch noch untertakten. Genau. Also ich denke, sollte das mitmachen. Meine Bedenken sind dann bloß in dem Moment, da der zweite PCI Express Slot relativ nah an dem ersten ist, sage ich mal. Also da sind 2-3 Slotbleche, ich glaube 2 Slotbleche dazwischen. Das ist mir ganz schön nahe. Meine Grafikkarte hat 2 Lüfter und wenn die dann nicht ordentlich Luft ansaugen kann, das würde mich eher stören, dass die zweite Grafikkarte der ersten irgendwie die Luft wegnimmt. Nee, nicht SLI, nee. Wieso? Nee, ich habe das schon hinter mir, dass ich 2 Grafikkarten in dem PC drinne hatte. Das geht. Das ist auch notwendig, wenn du mehr als 3 Monitore betreiben willst, dann brauchst du eine zweite Grafikkarte im Idealfall, ne? Und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe mir mal so ein USB 3.0 Ding gekauft, so eine kleine Box, die man anschließen kann und dann kann man da noch einen Monitor anklemmen. Erstens wird das Ding warm und zweitens ist es scheiße. Ganz auf Deutsch einfach gesagt, das Ding ist scheiße. Das wird zu warm und das kann, glaube ich, bloß 1280 mal 1024, glaube ich, ist die Max-Auflösung von dem Ding und so. Das geht. Doch, das geht. Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe früher auch mal bei diesem Bitcoin-Mining-Hype und so was alles Coins-Minern mitgemacht. Ich hatte schon mal 4 Grafikkarten an einem Mainboard angeschlossen. Das hat auch funktioniert. Und das waren alles verschiedene teilweise. Also da waren AMD-Grafikkarten, da waren Nvidia-Grafikkarten bei. Das geht. Das geht alles. Da du die nicht aktiv zum Spielen benutzt, stört das doch eigentlich nicht. Und du kannst dein OBS direkt einstellen, welche, wenn du NVENC einstellst, dann will er vorbeifahren. Wenn du NVENC einstellst, dann quatscht er ja die AMD-Grafikkarte nicht an, weil die das ja gar nicht kann, sozusagen. Die AMD könnte höchstens dieses AMD-Encoding, aber das stellst du ja nicht ein.
Also nutzt er dann automatisch die Nvidia-Grafikkarte, die verbaut ist. Und wenn du dann mehrere davon hast, dann musst du natürlich GPU 0 und 1 auseinanderhalten können. Also wenn du jetzt eine Nvidia-Grafikkarte drin hast und noch eine Pleb-Nvidia-Grafikkarte einbaust, ne, dann sollte man vielleicht GPU 1 nehmen zum Encodieren, weil sonst hast du ja nichts gewonnen. Dann hast du GPU 0 für das Spiel und für das Encoding, dann hättest du die andere auch nicht einbauen müssen. Also wenn zwei dieselben sind, dann musst du auf GPU 1 stellen. Das Mainboard sorgt dafür. OBS. OBS schickt diese Daten an die 750er, weil du ja sagst NVENC. Also, ich hatte schon mehrere Nvidia-Grafikkarten drin, da musste man dann halt, wenn man die zweite zum Encodieren benutzen möchte, musste man dann GPU 1 einstellen. Das war im Stream-Rechner, hatte ich mal einen Test gemacht, da hatte ich dann zwei GTX 57 eingebaut gehabt. Also ich habe von diesen Pleb-Grafikkarten mehrere rumliegen und hatte das auch mal eingebaut. Aber jetzt momentan ist halt wirklich bloß meine AMD-Grafikkarte drin, meine Capture-Karte zum Beispiel, die habe ich ausgebaut, die liegt jetzt hier hinten irgendwo auf dem Schrank, weil was willst du mit der Capture-Karte? Hast ja keinen zweiten PC. Ist halt schade, der Xeon hat auch mal 300 Euro gekostet, ist halt schade drum, ne? Aber ich habe ihn selber kaputt gemacht, da kann ich jetzt keinem die Schuld geben. Wollen nicht rumwettern, also das war wohl meine eigene Doofheit. Beim Umbauen, das Gehäuse war vielleicht zu klein. Und meine Überlegung ist halt auch, dadurch meine CPU-Auslastung ein bisschen zu... Halt, halt. Meine CPU-Auslastung ein bisschen zu senken. Aber siehst ja, momentan geht das eigentlich. Ich habe da keinen Bottleneck auf der CPU. Interesse halber kann ich euch das ja mal zeigen. Muss ich mal kurz auf Bildschirmaufnahme schalten. Hallo? Bildschirmaufnahme? Da ist er. Wenn ich dann jetzt hier einen Task Manager aufmache und auf Leistung schalte. Seht da unten links meine Grafikkarte. Ist ja CPU, würde ich denn vielleicht 10% ungefähr sparen. Die Grafikkarte, die freut sich, weil sie 60 FPS halt Anschlag hat, braucht sie nicht mit 100% rechnen, weil ich halt V-Sync angeschalten habe, ne? Und alle Spiele zocke ich mit V-Sync an. Weil was soll die Grafikkarte mehr Bilder berechnen, als ich sehen kann hier auf dem Monitor, ne? Also das ist irgendwo Quatsch denn. Also da könnte man dann eventuell noch ein bisschen rausholen, wenn ich das mit der zweiten Grafikkarte encodieren lasse. Ja, ist RageMP. Genau. Ja, und das passiert, wenn dein Mainboard abbraucht, ne? Du baust ein neues Mainboard ein und dann sagt Windows 10, hallo, ich hätte gerne eine neue Lizenz. Das war aktiviert. Aber ich habe halt kein Online-Konto angelegt gehabt und dadurch ist, kann ich das nicht nochmal aktivieren, ne? Also da braucht man dann so ein Microsoft-Konto. Dann kann man das auch bei Mainboard-Tausch nochmal aktivieren. Ja, das ist das Problem, mein Mainboard ist abgeraucht. Also der Prozessor, der hatte viel zu viel TDP für das Mainboard, aber weil ich den auch umsonst bekommen hatte, Mainboard plus Prozessor, deswegen habe ich das halt erstmal ignoriert, dieses Problem. Ja. Und dann irgendwann mal ist es abgeraucht, weil es zu warm wurde, ne? Mach mal wieder Spielaufnahme an, dann seht ihr das auch nicht mit Windows aktivieren. Also ich kann damit um, in dieser Meldung da unten. Und ich habe keine Performance-Probleme. Ich habe zwar auch bei GTA jetzt alles auf Minimum gedreht, was irgendwie geht. Moment, müsste eigentlich hier lang. Alles auf Minimum gedreht, was geht. Um eben immer lieber 60 FPS zu haben. Also ich habe lieber flüssiges Spiel als die ganzen schicken Eye-Candy-Grafiken, ne? Weil
bringt dir das, wenn das ruckelt? Das macht mir selber keinen Spaß, das macht den Zuschauern keinen Spaß. Ja, da brauchst du einen Account, ja. Bei Windows. Hatte ich mal angelegt, aber ey, frag mich nicht. Ich habe in meinen E-Mail-Adressen auch schon mal gewühlt, wo das Microsoft-Konto da mal aktiviert wurde und so. Aber ich glaube, das war dann der andere PC und das andere Mainboard wurde dann registriert mit Hardware-ID und ach, naja. Mit dem Laptop hatte ich das auch mal gemacht, glaube ich, und das ist alles immer so eine Sache. Und Windows 10 habe ich auch wirklich bloß drauf, weil RageMP das fast schon voraussetzt. Ich hatte nämlich, wo ich auf diesem anderen Server gespielt habe, wo man für seine Nahrung schon tagelang farmen muss sozusagen, auf dem Server habe ich ständig Crashes gekriegt. Also wenn ich da das Inventar aufgemacht habe und eine Sache rübergezogen habe, habe ich sofort einen Crash gekriegt. Und dann habe ich auf Windows 10 geupgradet und dann waren die Crashes weg. Tja. Ja, bloß bei so einen Sachen bin ich immer geteilter Meinung, weil ist das denn 100% legal, die 28 Euro Dinger da? Ich habe ja selber schon gesehen, dass es für 28 Euro Windows 10 Keys gibt, aber ob das auf Dauer funktioniert, weiß ich auch nicht. Da bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig. Und wenn man so im normalen Shop guckt, dann wollen die immer noch 80 oder so haben. Und das ist mir zu viel. Ich hätte die Kohle zwar, aber das ist mir trotzdem zu viel. Ja, und mit 20 Euro, wie gesagt, da habe ich Bauchschmerzen, wie lange das gut geht. Ob das wirklich so legal ist, wie die immer behaupten. Ich habe auf so eine Seite auch schon Spiele gekauft, aber jetzt noch kein Betriebssystem. Deswegen, also da habe ich eine kleine Hemmschwelle immer noch. Aber die fällt vielleicht irgendwann. Du kannst ja mal Ausrufezeichen GTA eingeben, vielleicht ist es sogar die Seite, wo ich hier meinen Link da drauf habe. Ohne Plus. Ist es die Seite? Oder gibt es da noch eine andere? Da gibt es ja wie Sand am Meer, ne? So eine Seller-Seiten, wo man Sachen kaufen kann. Da habe ich zum Beispiel. Das ist auch eine deutsche Seite. Also zumindest ist sie deutsch und deutsche Seiten ist sowieso so eine Sache. Muss mal gucken, wo die ihren Sitz haben. Ne? Die ist auf Deutsch, aber die ist hat ihren Sitz nicht in Deutschland natürlich. Ne? Das ist logisch. Deswegen, vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal da noch einen Key. Mal sehen. Okay. Aber zwei Stichworte, Holding und GmbH, sagen ja schon alles, oder? Apropos, wo wir gerade dabei sind, hier GmbH und Holding. Ich habe letztes Mal bei Amazon was bestellt. Wisst ihr was, wo Amazon registriert ist? In Luxemburg. Wisst ihr, was das eingetragene Stammkapital von Amazon ist? 36.500 Euro. Da ist mir das Auge ja fast rausgefallen. 36.500 Euro Stammkapital. Hallo, Lul.
Ja. Wo es halt am günstigsten ist, Steuern zu sparen, ne? Das würde ich jetzt so on stream nicht so formulieren, aber ja. Weil du weißt ja auch, Twitch gehört Amazon, ne? Und für die ist es bloß ein Klick, dann bin ich meinen Account los. Also bin ich vorsichtig, so eine Sachen zu behaupten. Ja, ist aber so, ne? Leider. Aber das ist noch persönliche freie Meinung. Ich zum Beispiel bin auch nicht glücklich darüber, dass Vodafone Kabel Deutschland gekauft hat. Bin ich ehrlich gesagt auch nicht glücklich drüber. Weil ich bin ein zufriedener Kabel Deutschland Kunde und ja, halte nicht viel von Vodafone. Echt? Die wollen Unity Media kaufen? Die ganzen unzufriedenen Unity Media Kunden? Und nach meiner Meinung sollte da irgendwann auch das Kartellamt einschreiten, ne? Wenn dann zu viel Konzentration auf eine Firma ist. Weil dann können die wirklich machen, was sie wollen, ne? Wenn eine Firma zu groß geworden ist. Ich glaub dir das, brauchst jetzt nicht zitieren. Das ist auf Text, den ich jetzt lesen muss. Der Kaufvertrag ist unterschrieben. Siehste, Kartellamt will noch. Ja. Es geht ja um die Kartellsache. Ja, dann ist zu viel Konzentration von Marktmacht einfach, ne? Wenn du groß genug bist, dann brauchst du keine Preisabsprachen mehr machen. Dann erhöhst du einfach den Preis, weil du es kannst. Ne? Dann braucht man kein Kartell mehr bilden oder so. Dann ist man schon selber das Kartell. Also, deswegen, ja. Genau. Das kann nicht gesund sein. Und die meisten Leute wollen ja nicht das Beste von den Leuten. Oder, naja, kommt drauf an, wenn du das Geld als Bestes siehst, dann wollen sie das Beste, ne? Die wollen ja nur dein Geld. Aber ansonsten, da wird sich keiner zum Samariter aufspielen und sagen, ey, hier, ich arbeite jetzt kostendeckend. Nee, die wollen ja Gewinn machen. Und teilweise sind das AGs, also Aktiengesellschaften. Und die Aktionäre wollen ja dann auch eine Dividende haben. Also immer mehr. Wachstum. Endloses Wachstum in einer begrenzten Welt. Da musst du Ökonom für sein, um daran zu glauben. Sag ich mal so, ne? Die Erde ist ja irgendwie endlich, ne? Und da ist unbegrenztes Wachstum einfach nicht möglich. Aber die Ökonomen sagen, ja. So. Hat sie wieder voll getankt. Ja, Martin, aber wenn du groß genug bist, wohin sollen die Leute gehen? Verstehst?
Das ist es ja. Ich meine, wir in Deutschland haben vielleicht noch ein bisschen Glück, dass die Telekom zum Beispiel nicht machen kann, was sie will, weil, wenn sie könnte. Ja. Wie gesagt, wenn die Telekom machen könnte, was sie wollte, dann würden alle in der Nase ziehen, weil jeder mietet momentan, also alle außer Kabelkunden mieten momentan Leitungen bei der Telekom. Und wenn die Telekom sagen würde, ey, hier unsere Rieseler Leitung kostet jetzt 20 Euro für eine 6 Mbit Leitung, dann muss 1&1 und O2 und wie sie alle heißen, das da bezahlen. Also können die den Kampfpreis dann auch nicht mehr halten. Also muss man so sehen, aber da würde dann die Regulierungsbehörde einschreiten und sagen, ey Telekom, das darfst du nicht, du musst die günstiger anbieten, damit du halt Konkurrenz zulässt und so. Aber würde die Telekom machen können, was sie will, dann wäre das schon wieder schade, ne? Denn das ist dann wie in Amerika zum Beispiel, da kannst du Sachen machen, die gehen sonst gar nicht. Das ist Land of the Free, aber Land of the Free heißt doch unbezahlter Urlaub und zahlst deine eigenen Studiengebühren und so, ne? Also musst Geld haben, um überhaupt Bildung zu kriegen und sowas, ne? Das ist denn Land of the Free. Gibt zwar auch andere Vorteile, die so in Europa nicht gibt, aber wenn man denn Twitch-Streamer hört, ja, wenn ich Urlaub mache, dann kriege ich kein Geld. Wie, ihr kriegt in Europa Geld, wenn ihr Urlaub habt? Bezahlten Urlaub und so. Natürlich, das ist für uns völlig normal. Ne, also, es gibt schon ein paar Unterschiede. Wo man dann sagt, ja gut, so dringend möchte ich dann doch nicht in Amerika leben. Das hat auch schon sein Gutes, bezahlten Urlaub zu haben und nicht erst, wie ich, ein paar hundert Euro ansparen zu müssen, damit ich überhaupt Urlaub machen kann. Damit ich nicht verhungere während meines Urlaubs und so. Naja, ist schon crazy. Aber wir sind in der Politik, was eigentlich in den meisten Twitch-Channels nicht wirklich gern gesehen wird, ne? Wow. Ja gut, aber freistellen lassen ist noch was anderes, ne? Aber wenn man regulär Urlaub nimmt, dann kriegt man seinen Lohn weiter, ne? Ohne Zuschläge. Kriegt man halt seinen Grundlohn. Manchmal sogar noch Urlaubsgeld und weiß ich was alles. Da träumt der Amerikaner von Urlaubsgeld, was ist das? Klar, sicherlich gibt es auch Firmen in Amerika, die sowas zahlen, aber das ist dann eher freiwillig oder so, weil sie in so einer Position sind, dass sie können, wie Google, ne? Die holen sich dann irgendwelche Experten und die müssen sie natürlich ordentlich bezahlen und ordentliche Möglichkeiten bieten, damit die nicht zum Konkurrenten gehen irgendwo. Wenn sie so eine krassen Experten haben, die dann wirklich sagen, hier, ohne dass du mir, weiß ich, so und so viel Tausende im Monat zahlst, gehe ich dann zu Microsoft oder zu jemand anders, ne? Echt? Also ich habe schon mal in einer Firma gearbeitet, wo ich ein 13. Monatsgehalt bekommen habe und auch Weihnachtsgeld. Aber das war dann auch immer definiert als freiwillige Leistung, wenn das Unternehmen sich das leisten konnte, sozusagen. Das stand immer explizit bei, es ist eine freiwillige Leistung, kann auch sein, dass, also wir behalten uns vor, kein Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld zu zahlen, wenn das Unternehmen halt sich das nicht leisten kann. Haben sie immer mit zugeschrieben, hier freiwillige Leistung, bloß nicht, dass sie vielleicht drauf verklagt werden können und so. Nee, das kann sein, dass hier wenig los ist. Das ist teilweise auch ein Grund, warum ich das streame, ne? Dass dann Leute sehen, hey, hier ist ein Server und ist vielleicht nicht ganz so einfach darauf zu kommen, weil es halt auch ein Hardcore-RP-Server ist, also schon ein bisschen strenger als die ganzen Anführungszeichen Pleb-RP-Server. Also ich glaube, ich habe da auch eine halbe Stunde oder was mit dem Support geredet. Aber der Vorteil momentan, ja,
Aber ich habe so das dumme Gefühl, bei Vita wird das noch mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr dauern, bis da überhaupt was passiert. So wie es aussieht, machen die ja noch nicht mal irgendwelche Tests. Da ist ja, so wie es momentan aussieht, ist das Foren-RP. Und ganz ehrliche Meinung, so ein Server, nach meiner Meinung funktioniert das nicht, wenn du einen Developer hast auf dem Server. Ja, das ist es dann nämlich, ne? Das meinte ich. Wenn ein Developer hast und der macht frei, hat was zu tun, dem kann man ja nicht immer zwingen, da zu sein, ne? Das ist ja logisch. Aber wenn man mehrere Entwickler hat, dann geht das halt auch voran, wenn der eh immer Urlaub hat oder nicht kann oder krank ist, ne? Also. Oh, ich glaube, mein Magen knurrt. Finde ich zum Beispiel auch extrem wichtig, dass man den Item in der Hand hat, wenn man was isst oder trinkt. Das ist für mich essentiell. Der Server, der das nicht hinkriegt, hat es nicht verdient, dass da Leute drauf spielen. Weiß ich nicht. Weil so kann immer mal der Spruch kommen, ey, trinkst du schon wieder ein Bier? Oder ey, Cola ist aber ungesund und so, ne? Also sowas kann ja dann erzeugt ja auch RP. Aber soll ja jetzt, ist nicht bös gemeint, no hate oder so. Das war jetzt bloß meine ehrliche Meinung zu diesem Vita-Server, ne? Von außen betrachtet passiert da irgendwie sehr wenig. Wenn da was passiert, dann kriegt das die Außenwelt gar nicht mit. Ja, ja, sage ich auch nichts gegen. Und zum Beispiel mit anderen Projekten, die auch gerade in Entwicklung ist, hier Unlimited RP zum Beispiel, das gucke ich mir auch in Ruhe an und da bin ich glücklicherweise in der Lage, in der Closed Alpha mitzumachen und so. Und wie gesagt, ich will den Leuten ja auch nicht sagen, ey, ihr müsst so und so viele Stunden am Tag daran arbeiten, um Gottes Willen, will ich gar nicht, ne? Und deswegen, ja, suche ich mir erstmal einen anderen Server, guck mir das hier an und mach hier vielleicht auch noch Vorschläge. Ich möchte ja für den Server letzten Endes, auf dem ich gerade spiele, auch bloß das Beste. Und auf dem, wo es mir am meisten gefällt, bleibe ich halt. Und das hängt jetzt von mehreren Faktoren ab, ne? Einerseits ist es die Performance. Weil würde zum Beispiel die... Hat jemand gesehen? Schnell weg hier. Würde die Performance zum Beispiel auf Cherry RP besser sein, dann würde ich da immer noch sein. Aber ganz ehrlich, 20 FPS, das ist für mich nicht genug und für meine Zuschauer auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei 20 FPS Spielspaß hat oder Zuschauspaß. Und das ist teilweise runtergegangen um 15. Das Skript, das ist an sich total cool und wie das alles angelegt ist und alles, das ist auch total cool. Also ich will da auch überhaupt nicht haten gegen den Server, aber für mich persönlich ist das ja nicht so schön. Die Performance halt. Hashtag Meta, das darfst du gar nicht. Alles, was du auf dem Stream gesehen hast, darfst du gar nicht melden.
reporte ich dich. Wenn jemand die Cops ruft, weil er mich im Stream was machen sehen hat, ne, dann rufe ich aber den Support. Die reden dir dann ins Gewissen. Hey, ich weiß ja, dass das Spaß war. Du weißt ja auch, was Hardcore-RP ist und Backseat-Gaming und Meta und alles, ne, so. Alles gut. So als Spaß nehme ich das doch auf. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Mensch, der jetzt, wenn jemand mal irgendwie dem rutscht das Wort online raus, da gehe ich auch nicht gleich zum Support los. Wenn der da dreimal in einer Konversation online sagt und kein Schuldgefühl hat, dann muss man den vielleicht mal ins Gewissen reden lassen. Und da bin ich nicht für zuständig, da bin jemand anderes für zuständig. Circa 2 Tage. Gestern habe ich angefangen. Um 18.45 Uhr oder sowas hatte ich mich in den Support-Warteraum gesetzt und hat 10 Minuten gedauert, dann wurde ich gezogen. Und das Gute an dem Server zurzeit ist auch, du brauchst keine schriftliche Bewerbung vorlegen. Das ist alles im Teamspeak-Gespräch geklärt worden. Ich sollte alle meinen Charakter halt beschreiben und so, ein paar Regeln abfragen und so. Also. Und trotzdem Hardcore-RP, die legen natürlich Wert auf Hardcore-RP, dass du jetzt nicht hier Pleb-RP machst und mit einem Baseballschläger ständig deine Kumpels umhaust und so eine Sachen, ne? Oder mit dem Fahrrad irgendwo vom Dach springst oder so ein Quatsch, ne? Also sowas wollen sie nicht sehen und sowas will ich ja auch nicht sehen. Deswegen bewerbe ich mich ja auch auf Hardcore-RP-Servern, weil ich halt die ganzen Plebs auch satt habe. Ja, hat bloß keiner verstanden, wie ich, wo ich auf P5 war, da habe ich mal als Vorschlag gebracht, ey, wenn man einsteigt in ein Auto und hatte vorher einen Hut auf, dann möchte ich, dass der Hut weiterhin aufbleibt. Aber ich war wohl der Einzige, der davon Nutzen getragen hätte. Wurde dann abgelehnt, leider. Wie lang muss ich? Und immer wenn ich hier bin, fällt mir ein, ich wollte eigentlich Geld zur Bank bringen. Verdammt. Ja, ein bisschen ruckelt das ab und zu hoch, aber damit kann ich leben. Ne? Das ist jetzt nicht so mega wild. Hey, hier hast du den Schlüssel. Ach, ich könnte ja noch eine Runde fahren. Hier, gib mal noch mal einen Job. Die Alte merkt das nicht, die hat mir das Auto wieder vollgetankt. Hahaha. Es ist halt immer irgendwie Aufwand, in das Inventar zu gehen und hier Kleidung, Accessoires, Hut wieder aufzusetzen. Bei den Servern, wo das möglich ist, mache ich das doch gerne mal. Das war Polizei. Oh mein Gott. Polizei. Vielleicht sollte ich hier anhalten. Die gucken bestimmt im Spiegel, ob ich vernünftig war. Bin richtig aufgeregt. Ja, knallsie wäre ich bestimmt. Charlie hat doch noch nie eine Waffe besessen. Auf keinem Server. Hardcore VDR.
Ich meine, auf kaum einen Server bin ich länger gewesen als auf Project 5, ne? Aber auf allen Servern, also meine gesamte RP-Laufbahn, wurde Charlie erst einmal überfallen. Und das war auf True Life, wo ich mit dem Fischerboot unterwegs war. Und da haben sie mir dann mal das Geld abgenommen, mal das waren 1000 Dollar und knapp 2000 Dollar machst du mit so einer Tour, also so viel haben sie mir dann auch nicht weggenommen. War zwar im RP natürlich irgendwo, hat sich Charlie geärgert, aber out of character ist das überhaupt kein Problem, wenn mich mal einer überfällt oder so. Wenn das nicht täglich dreimal passiert, ne, dann ist das alles kein Thema. Und auf P5 waren sie mal kurz davor, mich zu überfallen. Hey du, wie lange bist du schon auf der Insel? Wie heißt du eigentlich? Charlie? Hey, fahr weiter! Das ist ja Charlie vom ACRS! Ja, kurz davor. Die wollten mich überfallen, aber haben es dann doch gelassen. Ich hätte denen noch das Geld gegeben, ne? So ist das jetzt nicht. Dass ich mich dann hingestellt hätte, hey, weißt du nicht, wer ich bin und so? Nee. Ich meine, wenn man jetzt überfallen technisch so sieht, dass man die Arme hebt und man wird des Geldes beraubt, das habe ich schon zwei oder dreimal von einem OG von der Gang machen lassen. Also wo ich mich dann mit einem OG unterhalten hatte. Das war zum Beispiel bei P5 bei den Crips. Dieser Ink, vielleicht kennst du den ja auch noch. Der, ich weiß gar nicht. Irgendwie hatte ich einen Spruch zu seiner Schnecke gesagt. Irgendwie hat er einen Spruch zu seiner Schnecke gesagt. Möchtest nicht bei uns arbeiten oder so? Und er so, ey, gräbst du gerade meine Alte an und so? Und ich so, kriege ich aber 5000 für oder was? Da sagte ich so, kannst du 15.000 haben? Ist so eine hübsche Frau. Ja. Und dann habe ich gesagt, na hier. Und dann habe ich die Arme gehoben. Und er dann so, echt jetzt und so? Ich so, na klar, los, mach und so. Hatte ich, bis ich 14 oder 15.000 hatte ich gerade bei. Da hat er sich auch gefreut. Weil wir hatten ja auch ein cooles Verhältnis miteinander. Also ich hatte mit allen OGs eigentlich ein gutes Verhältnis. Ich war der Hood-Beauftragte auf P5, ne? Erinnerst dich ja vielleicht. Obwohl, die haben mir natürlich auch nicht alles erzählt, was die so machen, ne? Ist logisch, so ein ACLS-Boy erzählt es auch nicht alles. Aber die waren wenigstens so korrekt. Einmal erinnere ich mich zum Beispiel bei den Blatz. Du weißt ja, wo die Blatz-Hut war. Und da war eine Schießerei. Und ich und Arnold unterwegs gewesen. Der Esel nennt sich immer zuerst, ne? Ich und Arnold. Ich und Arnold unterwegs gewesen. Und dann sehen wir da einen liegen. Und dann natürlich Hardcore-RP, hallo, du steigst erstmal aus und rufst die Sunnies an und mit mal klingelt mein Telefon. Hey Charlie, seid ihr noch da an der Platzhut? Ich so, ja. Haut ab da sofort. Dann haben wir die Beine in die Hand genommen. Dann wurden wir sogar von den Gegnern sozusagen angerufen und gesagt, ey, das ist hier noch nicht vorbei. Haut ab da, ne? Das seid ihr zwischen den Fronten, ne? Und das fand ich korrekt von denen. Aber das ist eben, wie man mit den Leuten umgeht und so, ne? Ich hab die auch immer respektiert. Und das ist so wichtig, wenn du als ACLS unterwegs bist, dann solltest du auch neutral zu allen sein, weil die machen ihr Ding, du machst dein Ding. Du bist fürs Auto reparieren da und nicht zu bewerten, ob das gute Menschen sind oder was die gerade gemacht haben. Also und deswegen hätte ich mich auch nicht von Coppers ausquetschen lassen zum Beispiel. Einmal in den Spiegel gucken, sieht das jemand?
Ich hätte mich auch nicht von Coppers ausquetschen lassen, dass ich Informationen rausgeben soll über irgendwelche Gangs und so, weil alles, was ich wusste, das wussten die garantiert auch. Ich habe ja auch keine Secrets von den OGs oder von den Gangs rausgekriegt. Für farbige Autos, die fahren, das können sie selber sehen, ne, also. Genau. Jeder ist irgendwie gleich. Die musste auch irgendwie gleich behandeln, weil sonst geht das einfach nicht. Nur für irgendjemanden haben wir ja den Neuen noch immer beigebracht. Wenn du für irgendeine Farbe in den Dienst gehst, hast du alle auf den Hals. Das kannst du nicht machen. Wo schickt der mich hier ständig hin, ey? Was ist denn das hier? Alter, willst du mich verarschen? Jetzt fahre ich hier noch eine Runde über die Autobahn. Navi, du willst mich echt verarschen hier. Noch eine Runde fahre ich hier aber nicht lang. Verdammte Navi. Drecksnavi. War das hier? Nee. Schickt er mich für auf die Autobahn, ey. Kranke Scheiße. Nee, nee. Und das ist das Gesündeste, gerade wenn du als Fraktion arbeitest. Als Privatunternehmen ist das, glaube ich, sogar noch wichtiger. Weil als Privatunternehmen hast du ja immer noch eine Möglichkeit, dass es noch so ein Unternehmen gibt und dann rufen sie einfach die anderen an, ne? Da ist es noch wichtiger, keinen zu bevorzugen und dann haben die möglicherweise sogar ihr Unternehmen, was sie lieber mögen oder so. Aber jetzt, wo ich das Geld sehe, sollte mal irgendwo das Geld einzahlen fahren. Bestimmt schon fast $200 auf der Hand. Würde sich jetzt schon fast lohnen, mich zu überfallen. Liefern wir hier noch mal ab. Wow. Ja, das sieht man ja auch schon in den Texturen so ein bisschen. Das ist halt alles nicht auf Max gedreht, das ist alles auf Normal hergestellt. Also Minimum. Erstmal was trinken. Durst. Ja, vielleicht sollte ich auch da vorne anhalten. Bevor die Coppers sehen, dass ich hier auf dem Parkverbotsding stehe. Aber bevor die ja meinen Truck abholen lassen, schnell mal das Geld einzahlen. Wie viel habe ich eigentlich? $30 habe ich auf der Hand.
660 Dollar. Ich kann mir bald ein Auto kaufen. Microphone activated. Microphone muted. So schnell wie den LKW, bevor sie ihn abholen lassen. Tipp, 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 Z. Weiter geht's. Und technisch gesehen könnte ich ja irgendwann dann, wenn die eine Open Alpha starten, bei Vita auch mal aufgucken auf den Server. Also ich habe ja da auch einen Account im Forum und so. Angucken kann ja nicht schaden, ne? Ich glaube, ich habe mal durchgezählt, Charlie hat jetzt momentan 8 Reisepässe. Oder ich komme auf 8 Projekte rein. Die mehr oder weniger meinen Vorstellungen entsprechen. Ne? Wenn es vom RP-Level passt, dann ist es vielleicht performance-technisch nicht immer so optimal, sage ich mal. Ne? Und wo die Performance stimmt, da ist das RP dann vielleicht nicht immer so toll. Ich finde das schon gut, dass es hier ein Grundeinkommen gibt, dass es hier nicht möglich ist, dass man einfach so verhungert, weil man kein Geld hat oder so, ne? Also das ist schon in Ordnung. Das finde ich schon in Ordnung. Das muss auch gar nicht so viel sein, das gibt ja hier bloß 20 Dollar oder so Grundeinkommen. Aber dadurch bist du halt zumindest für das Essen nicht gezwungen, hier ständig zu arbeiten und so, ne? Also das finde ich dann schon auf anderen Projekten schlechter gelöst. So. Haben wir die Tour hinter uns? Ja, hast du meinen Schlüssel? Ja, ich bringe den Wagen doch immer wieder. Machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Cola. Boah, was für eine Dose. Nom 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 nom. Wie gesagt, für mich extrem wichtig, dass man die Objekte sieht. Glaubhaft. Ein paar Shortcuts sollten möglich sein, ne? Werde ich aber auch als nächsten Vorschlag machen, dass sie irgendwie selbst definierbare Shortcuts vielleicht machen. Ich frage mich, warum das noch nicht bei allen Roleplay-Servern irgendwie zum Standard geworden ist, wie eine SMS schreiben sozusagen. Ne? Das ist ja auch eine Kernfunktion vom Roleplay und ich finde, so eine selbstbelegbaren Shortcuts sollten auch so eine Kernfunktion sein, weil kannst du selber belegen, ne? Hat denn schon was?
Finde ich ganz ehrlich gesagt auch irgendwo ein bisschen schade, dass man das immer vorschlagen muss, weil ist doch eigentlich logisch, dass jeder sich über selbst belegbare Shortcuts nur freuen kann. Das bereichert doch eigentlich das Roleplay, wenn man selber belegen kann, welche Taste man drückt, was denn passiert und so. Weiß nicht. Ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen, also das haben sie schon auf einigen Projekten umgesetzt, ne? Mein Vorschlag. Ich sag jetzt keine Namen. Aber stecken sich die Polizisten hier irgendwo und sagen, ach, du hast das Stoppschild überfahren. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich meine, du zockst das ja auch schon eine Weile. GTA Roleplay. Was sagst du dazu? Zu selbstbelegbaren Shortcuts für Animationen. Dass du selber festlegen kannst. Muss ja jetzt nicht der 10er-Block sein. Können ja auch andere Tasten sein. Aber irgendwo ist das doch essentiell. Mit Gestikulierung unterstreichst du doch eigentlich dein RP. Und Hände hoch und irgendwo hin zeigen und keine Ahnung, Arme verschränken und alles sowas, ne? Dat, bevor du da dreimal erst ins Menü musst und hier runter scrollen und da ins Untermenü und wie sich was alles, ist der Moment vorbei, wo man das bringen will, ne? Also, meistens ist das ziemlich spontan, wo man so eine Sachen bräuchte. Für dich. Und dann ist das selbstbelegbare Shortcuts doch immer das Beste, bevor du erst dreimal ins Menü musst und hier unter Menü und dann klickerst dich nochmal, musst du ins andere Menü und finde ich essentiell wichtig. Damit kann man so das Roleplay unterstreichen. Wenn man Medic-RP hat, irgendwie verletzt ist, setzen sie sich mal hier hin, bevor du dich dann zum Hinsetzen. Ich meine, hier ist es ein Shortcut, ne? Ist klar. Und dann, aber. Ich meine, klar, wenn man jetzt sich ausziehen will, dass man dann ins Menü und dann Kleidung an- und ausziehen und sowas macht, ne, das ist was anderes. Das muss nicht auf Shortcut sein, aber Animation für dich schon sollte. Deswegen schlage ich da doch regelmäßig bei allen Servern, wo ich anfange, vor. Das ist so ein bisschen mein Ding. Ich glaube, auf P5 hatten wir das sogar, ne? Mit den frei belegbaren Animationen, da konntest du doch aus dem Stegreif mal eben irgendwelche Tänze machen und sowas. Erst später, ja, richtig. Auch erst, wo ich das vorgeschlagen hatte und die Community dann gesagt hat, ja, wollen wir auch. Wo sie das Potenzial erkannt haben, ne? Ist ja auch Potenzial, weil wenn du dann mehrere Tänze hintereinander und verschiedene Tänze und so machen konntest, ohne erst komisch ins Menü und so, war schon cool. Fand ich cool. Oder zum Beispiel, wenn du Mechaniker bist, ne? Nee, nicht nochmal. Du willst mich wieder foppen. Blödes Navi. Jetzt weiß ich gar, wo ich lang fahre. Wenn so arbeitsmäßig ist das zum Beispiel immer sehr wichtig gewesen, dass man zum Beispiel hinknien hat oder sowas, ne? Dass man, wenn man irgendwie ACLS ist, dass man sich dann vors Auto knien kann und so eine Sachen. Das ist hier im Song. Ich dachte gerade. Ich
dachte gerade, ist hier die Polente hinter mir? Ich dachte gerade Sirene, hä? Schon Angstschweiß auf der Stirn gehabt. Darf ich hier nicht langfahren? Ich glaube 1000 oder so brauche ich. Oder 1500 oder so. Muss ich mal gucken. Auf zum nächsten Kunden. Er ist ja auch nicht weit. Muss mal noch mal zum Autohändler fahren und gucken, was ich an Geld brauche für ein Auto. Eingefedert. Ja, nee, das ist im Song. Ich habe jetzt auch mit dem Rauchen aufgehört. Zigaretten und so. Ich habe wieder Dampfe gekauft. So ein Verdampfer. Macht sie auch hier ein Tier gut. Weil hier so viele Fahrräder stehen, könnte auch sein, dass hier was ist. Wie ein Hotel oder so. Muss man sich mal angucken bei Gelegenheit. Momentan Panik unter der Brücke, ne? Ich habe ja noch keine Wohnung oder irgendwas. Ich habe mich mit meinem geklauten Fahrrad unter der Brücke verzogen. Wie, nein. Nein, nein. Stadtgarage? Nee, nee. Die Fahrräder, die man da eben gesehen hat, die standen vor einem Gebäude und da ist es doch wahrscheinlich, dass an dem Gebäude irgendwas ist, also vielleicht ein Hotel oder so. Ja, kann sein. Polizeisong, der geht mir hier tierisch auf den Keks, aber gut, der ist gleich zu Ende. Ich denke immer, die Cops verfolgen mich. GTA spielt, wo sollte man so eine Songs meinen? Ja, und an meinem allerersten Tag, da bin ich ja mit dem LKW zu einem Punkt geschickt worden. Der war innerhalb einer Garage, also da bei diesem Stadtpark, da gegenüber ist ja diese Bank und hinten auf dem Parkplatz bei der Bank, da geht so ein Tor auf und da war ein Abladepunkt. Da war ein Abladepunkt für meinen LKW und da stand ein Auto drin. Erstmal das Handy gezückt und die Cops angerufen. Hallo, Hilfe! Da steht einer, der Lademeister kann nicht ausladen und so, ne? Und ja, haben die Cops da zur Verwahrstelle geschafft. Also das Auto ist denn verschwunden. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass da vielleicht ein Abschlepper kommt und das wegbringt, ne? Aber ist vielleicht noch nicht so weit, ne?
Das mache ich das später. $10. Jo. Habe ich LSPD Notruf Hotline angerufen. Bis ich rausgefunden habe, dass hier unten der Zurück-Button ist, hat auch ein bisschen gedauert. Voll viele Nummern drin, ja. Mikrofon aktiviert. Moin. Guten Tag. Erstmal Päuschen. Ja, ne? Das war voll das RP gerade. Ich war auch ganz aufgeregt. Ja. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der die Leute nach einem guten Tag gleich voll quatscht oder so. Und er wahrscheinlich auch nicht, ne? Da muss man dann irgendwie mal zu kommen. Das soll ja auch halbwegs natürlich rüberkommen und nicht gezwungen. Hey, hier, ey, ein Mensch, ich rede jetzt mit den Menschen und so, ne? Gehen eigentlich die Automaten hier? Hier stehen so viele. Genau. Ich höre hier irgendwelche Sirenen, hörst du die auch? Schmeißen wir mal einen Dollar rein. Ey, voller Betrug hier. Kommt ja eine Strauß. Hier sind nur ganz normalen Autos. So ein kleines Auto würde mir ja schon reichen. Das sind ja denn, ist ja Unabhängigkeit, wenn man ein Auto hat. Ob das nur so ein rostiges ist oder nicht rostig, das wäre mir auch fast egal. Ja. Ich muss auch sagen, das hatte was. Ich möchte die Zeit doch nicht missen auf P5. Aber hey, das Leben geht weiter, ne? Und naja. Ja, hast du schon mein geklautes Fahrrad gesehen? Das habe ich mir beim Fahrradhändler geklaut. Das stand da rum. Charlie ist schon kriminell. Ja, das stand rum und man konnte aussteigen. Dann bin ich losgefahren damit. Das ist jetzt meins. Hat keiner gesehen? Habe ich geklaut. Was soll nur aus mir werden, ja. Diebstahl. Aber ich hatte keinen Bock nochmal quer durch die Stadt zu laufen und das stand da so ansprechend rum, das Fahrrad. Das hat praktisch... Das hat praktisch zu mir gesagt, nimm mich. Ich stehe hier so und so bloß nutzlos rum. Nimm mich. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn du mich so bittest.
Machen wir. Deal. Ist hier auch ein größerer LKW losgefahren, aber wie man an den größeren LKW kommt, frage ich mich auch. Genau, es hat förmlich gebettelt danach. Nimm mich. Guck mal, ich habe auch Licht. Nimm mich. Ari sagt ja gut, bevor ich zu Fuß laufe, weil ich festgestellt habe, ein Fahrrad kostet schon $140 oder sowas und ich zu der Zeit, ich glaube 60 hatte. Ich wollte da jetzt nicht so lange mit meinem Grundeinkommen rumstehen. Ich hatte zwar schon genug Essen in der Tasche, aber naja, ich wollte da halt nicht mit meinem Grundeinkommen da noch eine Stunde rumstehen, dass ich mir das Fahrrad leisten kann. Ne? Also stand ich vor zwei Optionen, quer durch die Stadt nochmal zu Fuß zu laufen oder ich nehme das Fahrrad, was da steht. Du, das weiß ich gar nicht. Kommt drauf an. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich habe die Autos auch bloß auf P5 verschenkt, weil ich, was sollte ich damit, ne? Zu Spitzenzeiten, glaube ich, hatte ich 72 Autos und 70 Telefonnummern. Wo ich sagte, ich habe mehr Autos als Telefonnummern im Telefon. Ja, das war halt auch irgendwie, dadurch, dass ich so viel Zeit hatte, auch mal, wie ich 12-Stunden-Schichten zu machen und so, hat sich das Geld halt automatisch immer angehäuft. Was willst du mit Geld? Der soziale Status, dass Charlie nie überfallen wurde auf P5, das war doch viel, viel wichtiger als jedes Geld. Wo denn irgendwie nach dem Wirtschaftsupdate hatte ich doch irgendwie einen Adder in der Garage oder im... Ja, hatte ich einen Adder und der kam irgendwie 2 Millionen nach dem Wirtschaftsupdate. Meinst du, wie der sich gefreut hatte? Der war 3 Tage auf der Insel und hat ein 2 Millionen Auto geschenkt gekriegt. Was soll ich damit? Ich kann nur mit so vielen Autos auch nicht fahren. Jupp. Richtig. Aber das habe ich auf Cherry auch schon gesagt. Ich arbeite hier nicht wegen dem Geld. Klar, man braucht irgendwie Geld und... Aber um reich zu werden, arbeite ich nicht beim ACLS. Ich arbeite da, weil es mir Spaß macht. Ne? Und ich habe nie gesagt, ich will Boss werden beim ACLS. Ne? Das war nie meine Intention. Ali wäre auch glücklich gewesen, hätte man mich auf Meisterstufe gelassen. Ja, wie das Leben so spielt, ne? Du siehst ja, ich hätte da auch Boss bleiben können, bloß. Hat mir in dem Moment bloß ein bisschen um Juna leid, ne? Da ist ja noch ein ACLS-Boy. Hallo Andrew. Oder du bist ja mittlerweile ein Hood-Boy, ne? Du hattest ja gekündigt beim ACLS. Aber ich hatte vor dir gekündigt schon. Halt. Na, was geht? Wie geht's dir? Ordentlich Battlefield gesuchtet.
Oh nein, wünsche ich dir aber auf jeden Fall gute Besserung. Bei mir geht's so, ja. Bin nicht direkt krank. Waren ja leider nur 3 Tage. Warum leider? Wenn man krank ist, sagt man doch nicht leider. Oder hat es dadurch einen gelben Schein und braucht es nicht zur Arbeit? Dann kann man leider sagen. Bloß, naja, bloß wenn man richtig krank ist, dann kann man das ja auch nicht genießen, wenn man zu Hause ist, ne? Also, sage ich mal, also wenn es einen richtig erwischt hat, dann genießt man das ja auch nicht wirklich. Dann liegt man im Bett, I'm dying. Aber du warst nicht wegen der Black Ops 4. Ach, das war Black Ops, nicht Battlefield. Siehst du, ich kenne mich da gar nicht aus, entschuldige. Du warst aber nicht wegen der Beta da krank, oder? Du warst bestimmt richtig krank, ne? Und das war dann bloß so ein Seiteneffekt, dass da die Beta zufällig war. Siehst du, ich kenne mich da gar nicht aus. Ich dachte jetzt, du hast Battlefield gezockt, aber das war ja Black Ops, stimmt. Du hattest BO4 oder sowas in deinem Streamtitel stehen. Schuldige, schuldige. Ich kenne mich da nicht so aus. Nee, aber Martin hat schon recht. Hier sind nicht viele Leute auf der Insel unterwegs, aber deswegen streame ich's ja, dass die Leute darauf aufmerksam werden, weil ich habe gestern ja auch einen Stream geguckt. Geguckt, hey, was streamt der denn da? Kenne ich ja gar nicht. Das Projekt guckst du mal ein bisschen zu und so, ihn noch ein bisschen ausgequetscht. So ein paar Sachen. Also eine Meta-Information habe ich mir geholt. Ey, gibt's da überhaupt so einen Hut? Er sagt, jo, so einen Hut gibt's hier. Habe ich meine Emoticon gepostet hier, die das Andrew da auch gleich gepostet hatte, wo er reinkam. Das habe ich gepostet, ey, gibt's den Hut hier? Hat er gesagt, jo, den gibt's hier. Habe ich gesagt, okay, das reicht mir an Meta-Informationen. Ich melde mich an. Weil sonst wäre das schon wieder ein Ausreisegrund. Und das habe ich ernst gemeint, wo ich auf anderen Servern meinte, wenn ich hier meinen Hut nicht kaufen kann, das ist ein Ausreisegrund für mich. Okay, reiner Zufall natürlich. Und du magst ja deinen Job, denke ich mal auch. Sonst, wenn man seinen Job mag, dann lässt man sich ja auch nicht einfach so krank schreiben, ne? Dann ja, wenn du nicht möchtest, dass Charlie auf dem Server auftaucht, dann kannst du den Hut natürlich rauslassen. Dann sagt dir Max Jackson Bescheid, dass er den Hut blacklisten soll und dann kann ich meinen Foren-Account auch wieder löschen. Also ich habe da genug Reisepässe in der Schublade liegen. Und erstmal bin ich ja hier. Nein, der wird extra wegen dir eingefügt. Ich meine, eingefügt, das ist ein Asset, der wird so und so irgendwie benutzt, ne? Also genauso wie ein gelbes T-Shirt oder so auf jedem GTA-RP-Server sein sollte eigentlich, ne? Je mehr Klamotten man hat, umso besser ist das, umso besser können sich die Leute individualisieren. Sollte auch nicht extra wegen mir eingefügt werden, das sollte halt schon generell existieren, weil, wie gesagt, Individualisierungsgrad ist dadurch höher. Naja.
Aber das kenne ich auch aus den Changelogs von P5, wo sie sich dann hingesetzt haben mit anderen Spielern hier und die Männerklamotten, Frauenklamotten in verschiedenen Kombinationen testen und hier und da und tralala. Natürlich, da ist eine Menge Arbeit. Da hast du meinen Schlüssel wieder. $700. $700 und 120 auf der Hand sind 800. Zehn. Zwei. Drei. Wobei, ganz ehrlich, warum kann ich würfeln, wenn ich nicht mal einen Würfel habe? Ne? Ja, sieht falsch aus, ne? Verzieht da auch richtig das Gesicht bei. Ich werde mir noch mal einen LKW holen. Hallo die Dame, ich glaube, ich fahre doch noch eine Runde. Ist ein NPC, ich weiß. Deswegen habe ich auch nicht TeamSpeak unmuted. Das sage ich ja auch bloß für den Stream so. Kleidung, Accessoires, Hut. Ich gucke erstmal, was dann, wenn er mich zurückschickt, genau. Reißen Sie sich bitte zusammen. Herr Madin, sowas wollen wir auf Twitch nicht sehen. Da gibt es einschlägige andere Webseiten für. Bin sicher, die Cops stehen hier irgendwo und beobachten mich. Das kommt drauf an, wenn man jetzt noch Punkte zählt und das Buchstaben sein sollen, dann kann es hat schon ziemlich eindeutig, ne? Also kommt drauf an. Um es allgemein zu halten, hätte es 3 Punkte machen sollen oder so. So, dann liefern wir das erstmal ab und dann gucken wir mal, was so ein Auto kostet. Ja, ja, positiv. Das ist er. So findet man sich wieder, ne? So trifft man sich wieder. Im weiten Netz. Die Welt ist klein. Der Hund von der Leine. Schon wieder für Mucke. Holy moly.
Utz, 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 utz. Bist du eigentlich noch im Support bei E5? Du warst doch damals Supporter, ne? Hattest so ein schickes grünes Namensbadge. Ja. Oder habe ich mich so vertan? Warst du das nicht mal? Schon lange, okay, ja. Nee, dann habe ich eine Teilverwechslung gemacht. Du warst mal Support, aber das ist schon ewig her. Da war ich dann auch mal auf P5, ne? Wo du dann wieder raus bist aus dem Support. $1,650 zum Beispiel. Aha, aha, okay. Also wenn du unbedingt willst, ich kann dir auch gleich mal ein Permit geben, damit du die URL posten kannst. Da bin ich ja nicht so. Moment. Huch. Falsch. Falschen Button gedrückt. Sorry, tut mir leid. Ich dachte, das ist der Permit-Button. Da stand P. Ich dachte, das heißt Permit. Tut mir leid. Das war ja bloß eine Sekunde. Genau, ich hab doch hier einen Mod, genau. Das heißt Purge, ja. Gut, entschuldige. Das war mein Fehler. Tut mir leid. 60 Sekunden. Genau. Nur zur Korrektheit. Ja, und ich bin gerade hier auf dem. Da. Aber wie man so über die Zeit die Leute alle kennen, so ein bisschen, ne? Die Welt ist klein. Weil zum Beispiel dieser URP, der ist ja auch noch in der Entwicklungsphase, Unlimited RP, und da arbeitet der Sabo dran als Entwickler. Und der Sabo, der war ja auch mal ein Entwickler von P5. Sollte jedem P5ler eigentlich ein Begriff sein, ne? Also die Welt ist klein. Genau, Sabo. Ich kenne ihn jetzt so im RP nicht so gut, aber ich wusste, dass das halt mal ein Entwickler war auf P5 kurzzeitig, ne? Und Max Jackson. Ich glaube, mit Max Jackson hatte ich ein einziges Mal RP, und da wollte er von mir als ACLS eine Bescheinigung haben, dass sein Gas geklemmt hat, und die habe ich ihm natürlich nicht gegeben. Ist doch wohl klar.
Das war der einzigste Kontakt, den ich mal mit Max Jackson hatte. Also kann ich jetzt auch nichts viel zu sagen. Ob ich den mag oder nicht mag, ne? Also kann ich nicht viel zu sagen. Kenne ich nicht. Großartig. Aber der Name ist ein Begriff zumindest. Wobei, Sabu, glaube ich, hatte doch hier beim... Wie ist das gleich? Dings hier, nicht Vanilla Unicorn, die andere Diskothek. Da war er doch Miteigentümer irgendwie und eine Zeit lang. Wie hieß die andere Diskothek? Ach Gottchen. Ja, Bahama Mamas, genau. Ich glaube, da war er irgendwie Co-CEO oder sowas, ne? Eine Zeit lang mal. So viel weiß ich. OOC. Zumindest weiß ich das OOC. Charlie in Game wusste das nie. Der kannte den gar nicht. Der wusste auch nicht, ich weiß auch nicht den Namen, unter den Sabu gespielt hatte. Keine Ahnung. Genau, Bahama links. Ja. Was ist halt so, ne? Wäre ja sonst noch langweilig als Mediziner. Oder Vanilla, wo sie sich mal wieder welche über den Haufen geschossen haben, ja? Ich meine, als Mediziner und als ACLS brauchte man sich doch nicht beklagen, dass man zu wenig AP hatte, oder? Es waren doch eigentlich reine RP-Fraktionen oder nicht reine RP-Fraktionen, aber du hattest hauptberuflich mit dem RP zu tun, sozusagen. Der Dienst am Kunden. Und war man denn auch schon ein bisschen sauer drüber, wenn der Kunde nicht RP machen wollte? Ne, hier, ich habe keine Zeit, reparier mal schnell das Auto. Genauso, wenn Mediziner denn... Der dann sagt, oh, mir geht's ganz gut, ich brauche hier bloß einen kleinen Pflaster. Da sind die Mediziner ja schon immer fast ausgerastet. Nee, das kommt eben immer drauf an. Und ich finde, selbst wenn man sich irgendwie aus Versehen verletzt hat, sollte man dem Mediziner Respekt entgegenbringen und so. Ja, haben sich mit dem Baseballschläger einen über die Rübe gezogen und sagen, ich bin mit dem Fahrrad hingefallen, Knie ein bisschen aufgeschürft und so, ne? Fehl-RP halt, ne? Ja. Kann man auf einen Hardcore-RP-Server einfach nicht bringen, sowas. Eigentlich... Kann man auf einen Casual-RP-Server machen, aber auf einen Hardcore-RP-Server gehört sowas nicht hin. Ach, das hatte ich auch, wie mich ganz stolz jemand angerufen hatte und sagte, ey, ich habe Kopfschmerzen gehabt und jetzt sind meine Scheiben kaputt. Ja, ich so, was soll ich daran nur ändern? Waren wohl starke Kopfschmerzen. Ja. Das war eine Konversation, die hätte ich auch am liebsten eine eingeschenkt, sozusagen. Da muss man sich dann halt zusammenreißen. Hätte er sich was einfallen lassen, mir ist der Arm ausgerutscht, ich bin mit dem Ärmel irgendwo hängen geblieben und wollte mich befreien und habe die Scheibe zertrümmert oder was weiß ich denn, Mann. Da gibt doch tausend Möglichkeiten, wie so eine Scheibe kaputt gehen kann. Und ich sag euch Leute, ich habe auch schon einige Dinge gesagt, die ich tierisch bereut habe, nachdem ich die gesagt hatte. Also einmal war ich beim Yellow Jack Inn zum Beispiel und habe das Wort Inventar gesagt. Ich hätte im Boden versinken können, Leute. Ich hätte sowas von dem Boden versinken können, wo ich das realisiert habe, was ich gerade gesagt habe.
Oder wo ich am Medica-Coup stand und jemanden für einen Host gedankt habe und mein Mikrofon war offen. Ich hätte im Boden versinken können, um Gottes Willen, ey. Ich habe ja selber den Anspruch an mich, dass ich der Zuschauer sozusagen, ich bin ja auch ein kritischer Zuschauer und schreibe dann, was ist das hier für Plepp-AP und so. Und den Anspruch habe ich ja auch bei mir selber. Sozusagen, ich möchte ja auch nicht Plepp-RP machen und sowas oder bewusst irgendwelche Fehl-RP machen. Aber manchmal rutscht ihnen halt was raus, ne? Passiert schon mal. Keine Ahnung, das hier zum Beispiel, das ist halt nicht Fehl-RP. Das ist halt, man guckt sich um. Man weiß genau, es ist verboten, aber man macht es dann trotzdem. Und hoffentlich hat es keine Polizei gesehen. Und wenn, dann erzeugt das wieder einen RP-Strang, ne? Das ist ja jetzt nicht, dass ich auf dem Mount Chiliad mit dem LKW gefahren bin oder wie manche mit dem Sportwagen auf dem Mount Chiliad gefahren sind und so, ne? Und ich weiß, mein Fallschirmspringen zu Anfang auf P5, das war auch nicht ganz so zuträglich. Aber das meiste Fallschirmspringen habe ich, glaube ich, auch in der Alpha gemacht. Mit Arnold hier und so. Also Arnold kenne ich ja schon richtig lange. Offiziell kennen wir uns natürlich erst seitdem wir beim ACLS gearbeitet haben, aber inoffiziell oder so OOC kannte ich ihn ja schon von Tag 2 sozusagen. Da sind wir ja öfter mal Fallschirmspringen gewesen. Vom Kran. Für ein Hardcore-RP war auch nicht so das Richtige, aber irgendwann hat man dann gelernt, dass das halt nicht das Wahre ist. Nach meiner Meinung haben sie es denn zumindest schon mal halbwegs richtig umgesetzt und so ein Adventure-Unternehmen aufgemacht, wo sie denn die Leute, die falsch umspringen wollen, können es denn da machen und so, ne? Das ist denn der richtige Weg und nicht auf eigene Faust irgendwo losziehen, falsch umspringen. Klar gibt es so eine Leute, die so eine Extremsportarten mögen und auch machen, aber eigentlich nicht so viele. Das sind eigentlich eher. Genau. Das fand ich auch sinnvoll, die Whitewater-Dings da. Ne? Und ich fand das auch cool, wo wir da so den Betriebsausflug gemacht haben vom ACLS aus. Also, das war auch eine coole Sache. War zwar nicht gut für die Insel in dem Moment, weil, wenn der ganze ACLS einen Betriebsausflug macht. Rückwärts fahren auf der Autobahn. Eieiei, hoffentlich sieht mich keiner. EP Glut, Dankeschön dafür, Martin. Und? Ach, das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich fand das viel cooler, dass das so schwammig in den Straßenverkehrsregeln drin stand. Da stand ja drin, Fahrzeuge mit Sondersignal sind von Vorfahrts- und Geschwindigkeitsregeln befreit. Und da ich Hobbyanwalt war, ich hätte es drauf ankommen lassen. Mein Lalülala ist ein Sondersignal. Hallo? Wenn ACLS Lalülala anmacht, dann ist das ein Sondersignal. Also bin ich dann von den Vorfahrtsregeln und so befreit. Das hätte ich auch drauf ankommen lassen vorm Richter. Da hätte mal der Richter entscheiden sollen, hey, ist das ein Sondersignal oder nicht?
ne? Also. Fand ich cool, dass das so schwammig formuliert war. Hat viel Interpretationsspielraum ermöglicht. Ach Quatsch. Wenn du Mediziner bist, dann hast du. Brauchst du dich nicht an Verkehrsregeln halten. Bei lalilala. Weil was willst du denn da 80 oder so in der Stadt fahren? Du musst doch schnell zum Kunden. Der liegt doch da bewusstlos. Also dafür ist es doch da, dass man sich darauf berufen kann. Hallo, ich hatte Sirene an und lalilala Licht und so, ne? Und ich also klar kann man die Leute da auch bestrafen, die jetzt zu schnell fahren mit ihrem ACLS-Fahrzeug, aber letzten Endes schneiden sie sich bloß ins eigene Fleisch. Ja, dann bist du ja später da und wenn du mal ein Koppenproblem hast, dann bist du ja auch später da. Also die wollen ja auch schnell Hilfe haben. Also drücken sie denn doch schon mal ein Auge zu. Naja. Chat ist Killer Nummer 1. Ich war schon fast in der Leitplanke. Ich habe eben gelesen. Genau, wozu hatten wir die Rundumleuchte, wenn nicht dafür? Genau. Und ich fand das doch cool und ist halt auch irgendwo mein Ziel, irgendwie wieder mit Autoreparatur zu machen, weil dadurch lernt man ja auch Hinz und Kunst kennen. Jeder hat ein Auto, jeder hat mal ein Autoproblem. Und siehst ja, was das kann man Auswüchse dazu sagen, genommen hat. Der Charlie war doch bekannt wie ein bunter Hund oder was? Wenn da irgendwelche Leute, ey, wer ist denn das und so? Wer ist der Charlie? Kennst du den nicht und so? Das war doch völlig normal, dass man den kannte. Der ist doch immer da. Wenn du abends ans Telefon, wenn du abends angerufen hast, dann war immer Charlie an der Leitstelle, weil keiner Leitstelle machen wollte. Ja. Einige Leute, die noch nicht so lange auf der Insel waren, wie gesagt, die kannten mich noch nicht. Aber ansonsten kannte mich doch fast jeder. Aber auch bloß, weil ich halt wirklich jeden Abend immer da war, ne, und Stunden geschrubbt habe. Vielleicht lag das doch daran, dass ich Autos verschenkt habe, ja. Was willst du mit dem ganzen Geld? Ja gut, aber der Hut, der ist ja nun ein ganz normales GTA-Asset, ne? Und wenn du mal so ein bisschen in der Streamer-Landschaft rumguckst, da gibt es schon Leute, die tragen den Hut in Schwarz und so, ne? Polina hatte sich sogar mal den Hut in diesem Kachelformat gekauft. Den gibt es ja auch, wie diese Kachelschuhe, gibt es ja auch den Kachelhut. So Schachbretthut. Ach, meinst du Trittbrettfahrer? Glaube ich nicht. Die fanden den halt auch schick. Warum sind das keine Kacheln? Na klar. Schachbrett, Kacheln. Ist ja nur, ob man Kachelschuhe oder Schachbrettschuhe dazu sagt.
Ja, besser als die Default-Textur von Star Citizen. Das ist ein Replace-Me-Ball. Also wenn da irgendwo bei Star Citizen zum Beispiel eine Textur fehlt, dann ist da so ein Ball, Replace-Me steht da drauf. Echt, das ist die Default-Textur? Wusste ich gar nicht. Ja, hatten sie mal ein paar Screenshots gemacht. Ich glaube, da hat eine Textur irgendwo im Helm gefehlt und da war dann. Star Citizen ist ja so ein Weltraumspiel, ne? Und da hat im Helm, glaube ich, irgendwie mal eine Textur gefehlt oder sowas. Und dann war da so ein Replace-Me-Ball. Also so eine Kugelform und stand Replace-Me drauf. Auch nicht schlecht, ne? Da wusste ich gar nicht, dass das die Default-Textur von Star Citizen ist. Wo kommt der eigentlich her mit dem großen LKW? Beantwortet mir die Frage bitte nicht. Das muss ich selber rausfinden. Kommt der her? Irgendwo muss man doch mit dem großen LKW. Haben bestimmt mehr Geld verdient. Da hinten steht einer. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Ja, hier, bitteschön, die Dame. Reicht das mal wieder. Mikrofon muted. Irgendwie ist das aber ganz schön laut. Hier. Hier ist aber gar nicht laut. Das ist 2. Mein geklautes Fahrrad hat schon einer entdeckt. Wollte mein geklautes Fahrrad einer klauen, klaue ich es zurück. Irgendwie ist er da losgefahren, ne? Oder hatte da kurz angehalten. Gucken wir mal erstmal ein bisschen rum. Was ist das denn? War das sonst auch schon da? Ich glaube, ne? Hafen? Kann man ja mal hinfahren. Steht doch einer. Gibt der mir einen großen LKW?
Hafenjob. Du wurdest beim Hafen eingestellt, okay. Wo ist die Firmengarage? Hier? Hallo? Warte ich am besten erstmal, bis der weggefahren ist. Es passieren bestimmt merkwürdige Dinge. Paula Packer. Nehme ich so hin. Fahrzeug ins Führungsheft eingetragen, okay. Warte doch. Muss das mal. Tastaturbelegung. K. Hey. Hallo, Tracker-Kollege. Mikrofon activated. Hallo. Ey, na? Ich habe eine Frage. Ja. Muss ich jetzt mich bei. Muss ich. Also, ja, der Typ da vorne, der hat mir seinen Vertrag gegeben, weißt du? Mhm. Muss ich mich jetzt bei den Nummern melden oder soll ich mir einfach irgendwas schnappen oder so? Er hat mir ja gar nichts erklärt. Gute Frage. Also zu mir hat er auch bloß gesagt, irgendwie steht da was in der Garage und geh mal zu dem Typen. Und jetzt habe ich den, also ich hole mir hier auch gerade erst den LKW und der da, oh. Der da gibt dir den LKW. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht, muss ich mal gucken. Ja, mein LKW steht ja da hinten. Ja. Nee, wirklich kein Plan. Ich habe jetzt auch umgesattelt. Vorhin habe ich von dem kleinen LKWs da hinten die ganze Zeit gefahren und habe dann jetzt jemanden mit einem größeren LKW herumfahren sehen und dachte mir, hey, probier's mal. Vielleicht ist das was die für mich. Vielleicht mal fragen, ob die da überhaupt Bescheid wissen, wenn die hier sind. Keine Ahnung. Ja. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Was geht, Mann? Wir sind hier bei dem Arbeitsplatz relativ neu und fragen uns, wie das so weitergeht. Also wir haben jetzt ein Arbeitsauto zugewiesen bekommen, aber wie wir an den Hänger kommen und wie das denn weitergeht, so richtig, haben wir auch keinen Plan. Dann müssen Sie sich mal den Introduction-Video anschauen. Bei dem guten Herrn, der zeigt Ihnen ganz genau, wie was funktioniert. Ja, das kann uns aber gleich erklären, was er will, Mann. Nee, das ist viel zu komplex, Mann. Der zeigt euch ein Video und erklärt euch, wie den funktioniert. Genau. Okay. Es gibt den Innenhofdienst und dann gibt es den Lieferdienst. Dann bekommen sie halt einen dieser Wagen zugestellt und müssen die Anhänger, die da hinten sind, abholen. Aber die beide zum Beispiel, die jetzt hier stehen, die beide. Der und der da links davon. Mhm. Das sind die, mit denen werden die Containers in die Stadt zu den einzelnen Firmen gebracht, um die Ladung abzuladen. Naja, es sieht gerade so aus, dass da ist seiner da hinten und der da ist der meiner. Hier stand schon die ganze Zeit da. Nicht der hinter mir, nicht der hinter mir. Nee, der weiße, der so, zweite der weiße, das ist meiner, den habe ich gerade rausgeholt. Okay. So weit sind wir. Ja, das sind die. Also wenn sie so weit arbeiten, dann sollten sie nicht beide das gleiche machen. So viel sei gesagt. Nee, wir haben uns sogar so getroffen. Wir gehören auch nicht zusammen, aber also. Er hatte mich gefragt und ich war jetzt auch das erste Mal bei dem Herrn. Aber vielleicht sollten sie das tun, wenn kein anderer hier ist, macht es am meisten Sinn, so zu arbeiten. Hm. Ist ja auch egal, der Truck, der da steht zum Beispiel, beispielsweise dieser, ja, mit der komischen Schnauze, mit der Bulldog-Schnauze. Hm. Ja, fragen Sie, also der hier drin. Hat ein Einführungsgespräch mit Ihnen da machen, ja. Da wird Ihnen ganz genau alles erklärt. Okay. Und wenn Sie, sobald sich im Fahrzeug dann hinsetzen, dementsprechend alles richtig eingerichtet ist, dann zeigt Ihnen das Navigationssystem automatisch Ihre Ziele. Okay. Korrekt. Okay. Na, dann versuchen wir mal. Dankeschön dafür. Ah, gerne. Dankeschön. Schönen Abend dennoch, ne? Viel Erfolg, Mann. Und nicht verarschen lassen von dem Typen, Mann. Ich hoffe, sonst nicht. Kriegt er einen auf die Schnauze. Genau. Zwei. Und mir auch. Ja, dann viel Spaß noch, ne? Mein Gott. Hallo, hau rein, Digga. Ja. Mikrofon muted.
Wer zeigt mir denn hier ein Video? Eieieiei. So. Ist das ernst gemeint? Soll ich jetzt im Forum nach einem Video suchen? Denn so kann man sich auch RP sparen. Microphone activated. Microphone muted. Machen wir so. Könnt ihr ein bisschen mitgucken. Bildschirmaufnahme. Steht doch alles mit die Sachen drin hier. B-Guide für Anfänger. So fragt man schon Leute und die sagen, man soll sich ein Video angucken. Halte ich für bedenklich. Ja, ne? Hab ich nicht nur ein schlechtes Gefühl dabei gehabt? Das ist ja hier unter staatliche News oder so. Hier. Ich lese es mal vor. Sehr geehrte Bürger von Los Santos. Die Firma PostOP expandiert weiter am Hafengelände. Nach der Bezuschussung durch das Wirtschaftsministerium wurde am Hafen eine weitere Möglichkeit geschaffen, Waren für die Wirtschaft in Los Santos bereitzustellen. Der Pressesprecher von PostOP verkündet Folgendes. Die Firma PostOP freut sich, für die Bürger von Los Santos eine Möglichkeit zu schaffen, weitere Waren in die Wirtschaft von Los Santos zu bringen. Wurden Trailer und Zugmaschinen angeschafft. Es bestehen nun zwei weitere Jobmöglichkeiten für Bürger von Los Santos. Hofdienst. Sorgen Sie dafür, dass Lieferanten immer eine Ladung haben, indem sie angelieferte leere Trailer M-Block zur Lagerhalle bringen. Oh, hast du schon was gefunden, Digga? Microphone activated. Ich suche da gerade noch ein bisschen. Ich blätter gerade.
Ich blätter gerade nur ein bisschen in mein Handy rum. Ja, ich finde aber auch nichts mehr. Ich kann mir aber vorstellen, dass das hier in diesem Zeitungsabschnitt öffentliche Bekanntmachung der Stadt irgendwie drin ist. Da blätter ich gerade ein bisschen drin rum. Jo, Mann. Vielleicht hilft das. Rein. Ja, ich bin schon von deinem LKW weg, Mann. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Also genau genommen habe ich hier eine Veröffentlichung von Post-OP expandiert gefunden. Ich glaube, das ist das, was sie meinten. Ja, keine Ahnung. Wo hast du nachgeguckt, Mann? Ja, in dem Abschnitt staatliche News. Oh ja. Und da schau mal rein, irgendwo ist da Post-OP expandiert und da steht das dann so beschrieben. Ja. Okay. Muss ich auch erstmal alles durchlesen. Ist so clean hier auf dem Handy, die Zahlen und Buchstaben, aber naja, muss man sich durchfriemeln. Microphone muted. Warum der das nicht einfach irgendwie so uns sagt, dieser Scheiß. Microphone activated. Ja, haben vielleicht Zeit ist Geld oder so, oder vielleicht wollten sie noch irgendwo hin, du weißt ja, Männchen und Weibchen, ne? Microphone muted. Wer weiß. Microphone muted. Das kann ich gar nicht weiterlesen, wenn er hier neben steht und mit mir IP machen will. Verdammt. Microphone activated. Nee, aber so wie sich das liest, da steht das schon erklärt irgendwie, dass da ein Job halt die Sicherstellung, dass da immer ein Trailer verfügbar ist, dafür ist und die anderen, die fahren wohl irgendwie dann in die Stadt und liefern die Waren ab. Aber wie das genau läuft, muss ich noch weiter blättern. Microphone muted. Hofdienst. Sorgen Sie dafür, dass Lieferanten in meine Ladung kamen, leere Trailer im Lok zur Lagerhalle bringen, damit sie wieder beladen werden können. Anschließend bringen Sie diese auf den Abstellplatz für den beladenen Trailer oben. Wie ich das jetzt verstanden habe, müssen wir einfach nur so einen Trailer nehmen und dann steht auf dem Trailer so eine Nummer drauf, die müssen wir in unser GPS eintippen oder so. Das wird automatisch gemacht, ja. Irgendwas so funktioniert. Kann sein, also einmal muss man für die leeren Trailer irgendwie zur Lagerhalle bringen, so steht's hier, ne? Und die anderen, ich glaube mein LKW ist für die Sachen zum Liefern in die Stadt. Jo. Also der hat er ja vielleicht vorhin auch schon gesagt. Ja, probier mal. Microphone muted. Holen Sie den Hafen durch den Hofdienst beladenen Trailer ab, beliefern Sie den Kunden, nachdem Sie den Kunden Trailer entladen haben, bringen Sie ihn wieder zum Hafen, damit der Hofdienst ihn wieder beladen kann. Bei dieser Job Koordination und Zusammenarbeit erfordert, bekommt jeder Angestellte von Post-OP ein Funkgerät ausgehändigt, welches die Frequenz für alle Mitarbeiter jeder bekommt gleich mehrere Fahrzeuge, die von Post-OP gestellt. Wir empfehlen den Hofdienst, den Hauler, dieser wendig ist und im Austausch gefühllich ein Bußen zu verzeichnen hat. Für den Lieferanten empfehlen wir den Packer, da dieser schneller ist, aber einen Bußen in der Wendigkeit hat. Wir von Post-OP arbeiten mit einem elektronisch umgestellten Gehaltssystem, welches für flexibel ausgeführte Arbeiten reagiert. Ganz neue Motto: viel Arbeit, viel Geld. Zusammenarbeit mit anderen Personen lohnt sich in dem Fall ebenfalls, da so sichergestellt ist, dass Trailer beladen und ausgeliefert werden. Wir danken uns recht herzlich, bla bla bla. Okay. Ja. So an sich ist das ein cooles Konzept. Aber dass man das sich jetzt erstmal im Forum durchlesen muss, ist schon ein bisschen strange. Jo, da drückt mich so ein Typ an, ich soll die Scheiße da stehen lassen, Mann. Microphone activated. Welche Scheiße stehen lassen, wo? Na, da vorne die Container, Mann. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist dieses Auto auch zur Auslieferung gedacht. Ja, ich dachte, ich pick den da jetzt vorne ab und liefere den aus, wisst ihr? Ah. Vielleicht sind das doch die Leeren, die sie zurückgebracht haben. Ich weiß das jetzt nicht genau.
Ich park den mal wieder ein und hol mal den anderen raus, mal gucken. Ja. Mikrofon muted. Microphone activated. Ich guck dir erstmal zu. Ich glaube aber, der ist zum Ausliefern in der Stadt da, weil ich hab den schon in der Stadt gesehen, deswegen, Mann. Der hier? Mhm. Echt? Ja, ich probier mal, ne? Ja, probier mal. Ich guck zu. Meckert auch. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Der brüllt mich auch an, dass ich den da stehen lassen soll, Mann. Echt? Aber guck doch mal, da hinten fährt doch einer. Ja. Ich fahr mal hin. Komisch. Microphone muted. Musste. Quick slash slash for the neck. Es sind da doch die Weißen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was der da. Ich habe so das Gefühl, ich könnte mal wieder was essen und trinken. Ich weiß nicht. Ja, ich auch, keine Ahnung. Das scheint geklappt zu haben. Er ist wohl unterwegs. Der hat wohl Langeweile. Doch, gibt es. Aber ich habe so das Gefühl, ich sollte mal wieder was essen und trinken. Gibt eine Anzeige. Was ist denn das für ein Kunde hier? Nee, die tauchen auch erst auf, die Symbole, wenn du Hunger oder Durst hast, aber ich meine bloß, ich habe so das Gefühl, ich sollte vielleicht... Hey. Ach nee, nicht L, K. Stimmt. Okay. Ab hier mit deinem Russensender im Radio. Ja, folg mir mal, ich glaube, ich habe das so rausgefunden. Okay.
Ja, muss mit rauskommen. Okay, ich park schnell das Auto noch beiseite. Und, hast du mal eine Tour gemacht? Nee, du, ich hab da jemanden gefragt, der hat gesagt, wir müssen erstmal zu den Typen hin und erstmal aussuchen, was wir machen wollen. Echt? Hm. Aha, okay. Das kann sein, dass ich aber da ein Kästchen übersehen habe beim Einstellungsbogen. Ja. Ja. Aber der hat gesagt, da hier eh schon alles voll ist, sollten wir den Hofdienst machen. Okay. Ah, guck doch mal. Ach, siehst du, auf dem Arbeitsvertrag ist sogar noch. Oh. Bin mal ganz unten auf das Grüne gegangen. Mhm. Mikrofon muted. Oh, jo, oh, der ist wieder. Das ist gut. Das macht Sinn, ne? Ja, Mann. Na, wenn. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ach, O-Block. Deswegen stehen da überall die Zahlen dran, aha. Mikrofon muted. Dann bin ich aber in den Hofdienst, oder? Mikrofon activated. Jo, mach ich auch mal. Brauche ich noch ein anderes Auto, aber kriegen wir hin. Ne, wir brauchen diese Dinger hier, glaube ich. Mhm. Ja, packe ich noch ein. Oder ich weiß gar nicht, was für ich. Ach doch, ich glaube schon. Der andere ist wohl wendiger. Na, ich habe mitbekommen, dass der hier wendiger ist. Echt? Mhm. Und irgendwie schickt er dir dann auch per Funk oder sowas mit dem aufs Navi was, ne? Ja, ich versuch den immer, Mann. Ich hol den dann auch gleich mal raus. Hast du da schon was übertragen bekommen aufs Navi jetzt? Jo, hab ich, Mann. Funktioniert, Mann. Super, dann viel Spaß. Mikrofon muted. Ja. Das eigene Auto knacken. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Huch. Hoffentlich muss ich die Reparatur nicht bezahlen. Paula. Ja. Er läuft. Er hat zwar kein Licht. Und hier soll ich einen von nehmen. Nee. Muss ich vielleicht gerade drunter? Okay.
okay. Sieht so einfach aus. Ist ja nice. Also cool überlegt auf jeden Fall. Dass man da auch immer Leute braucht, die das hier machen, ne? Wow, hier ist ja was. Gar nicht gesehen. Und so lernt man auch mal mit Anhänger zu navigieren rückwärts. Schon mal gemacht hier rückwärts mit so einem Ding fahren. Rum. Ich bin nicht der Geborene. Laderampenzulieferer. Aber irgendwann kriegen wir das auch hin. Oder? Hä? Warum? Was hat der anders gemacht als ich? Geht meiner zu schräg oder was? Ach da. Ach so. Jetzt macht das alles Sinn. Jetzt macht das alles Sinn. Man muss auch mal die Augen aufmachen, ne? Cooler Job. Ich hoffe, man kriegt hier pro hin und her gefahrenen Container ein bisschen Geld. Einer ist ja noch frei. Nun ist ja alles voll. Bäh. Machen wir erstmal den Motor aus und warten. Ja, nicht schlecht. Gefällt mir aber auf jeden Fall. Das ist ein Job mit für mehrere Personen und so, ne? Und das geht nicht, wenn Leute keinen Hofdienst machen sozusagen, kann man nicht nur ausliefern, ne?
Microphone activated. Ja, ich glaube, alle Laderampen sind jetzt voll, ne? Ja, Mann. Denke ich auch. Ich denke, ja, zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen die jetzt hier stehen und holen das andere Auto und fahren irgendwie ausliefern, ne? Ja, aber die müssen erst vollbeladen werden. Ich wollte den einen jetzt schon wegfahren, der hier länger steht, aber der muss erst vollbeladen werden, Mann. Okay. Aber wie, weiß auch keiner, wie lange das dauert, ne? Nee, nicht wirklich, Mann. Naja, ich mach so und so gerade eine Pause. Und dann warte ich einfach, keine Ahnung. Naja, Mann. Aber so an sich ist das schon ein cooler Job, finde ich. Also hat schon was. Ja. Anderes Konzept, als immer nur mit dem kleinen LKW durch die Gegend zu gondeln und hier $2.50 zu kriegen, ne? Ja, das habe ich ja noch nicht gemacht, Mann. Und den habe ich auch nie getankt, weil wenn ich wieder $2 oder $11 verdiene, dann soll ich noch Sprit bezahlen? Kannst du ja wohl knicken. Habe ich immer wieder zurückgegeben. Soll der Arbeitgeber tanken. Ja, besser ist das, ne? Ja, ich weiß ja auch nicht, was Sprit kostet, aber wenn du $11 kriegst und dann vielleicht noch 3 oder 4 oder 6 nachher ausgeben musst für Sprit, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Mikrofon muted. Das ist ein Ding. Microphone activated. Hm. Naja. Ich weiß gar nicht, kriegen wir. Microphone muted. Microphone kriegen wir den jetzt hier überhaupt abgekoppelt? Doch, ja. Microphone muted. Okay, wird beladen. So richtig 100% verstanden habe ich es noch nicht. Erstmal unseren wieder. Fahren mit Hänger war noch nie meine Stärke. War echt cool gemacht. Wird im Moment beladen. Hm. Microphone activated. Und wo bringst du den denn hin? Zeigt er dir auch, ne? Zeigt er dir auch, wo der hin muss, ne? Microphone muted. Microphone activated. Na, zu weit weg bestimmt. Na gut, schauen wir mal. Probier ich. Microphone muted.
Huch. Das wollte ich gar nicht. Ist es so richtig? Warte mal. Verdammt, warum kann ich den da nicht rein? Bin ich zu blöd, hier rückwärts zu fahren, vernünftig? Ja, da brauchst du echt Übung für. Moment, andere Richtung. Ich denke auch, dass man da Übung braucht. Genau in der Mitte, ey. Oh, Kacke. Ich will den da reinschieben, Mann. Reicht das hier auch? Okay. Stell den Trailer bitte korrekt hin. Verdammt. Die Richtung? Habe ich jetzt irgendwie schon Geld gekriegt oder? 235 hatte ich vorher noch schon so viel. Okay. Jo, ne? Microphone activated. Microphone muted. Haut schon hin. Schon nice gemacht. Fahrzeug ins Führungsheft eingetragen, hä? Okay. Dann kriegt man jetzt nach Abschluss des Jobs das Geld oder habe ich das schon gekriegt? Das ist jetzt die Frage. Schicht beenden. Ich glaube, pro abgelieferten Kriege. Vorhin hatte ich nicht so viel Geld, glaube ich. Was sind denn 1000?
1000 ist schon mal nicht schlecht, ne? Aber ich würde auch gleich ein kurzes Päuschen machen. Am besten da, wo ich nicht umgekachelt werde gleich. Waren erstmal Meter weg. Wäre schon der erste gewesen, den man nach der Telefonnummer fragen hätte können, ne? Ja, schönen Abend noch, Martin. Wir sehen uns. Da bin ich mir sicher. Irgendwann laufen wir uns immer wieder über den Weg. Bleiben wir hier unter der Brücke. Damit der Charakter nicht verhungert. Mal kurz so. Ne? Kurze Pause. Gleich geht weiter.
So. Weiter geht's. Bitte mal nur wieder Spielaufnahme anmachen. Trinken. Komische Musik. Komische Musik. Das ist doch eigentlich auch gar kein schlechtes Bild. Channel switched. Mal gucken. Mit der Auslieferung gucken wir uns auch mal an. Bisschen leiser machen. Microphone activated. Hey yo. Jo, Mann, Alter, geil. Geld bekommen. Ordentlich Umsatz. Ja, sieht schon gut aus. Überweist er das oder hat er das bar gegeben? Ja, das überweist er, Mann. Das sehe ich hier gerade auf der App, Mann. Okay. Check ich auch mal. Gehalt, ja. Na gut, ich habe 30 gekriegt. Ich habe 65 und 53 gekriegt. Nicht schlecht. Warst du ja, schon mal ausliefern? Jo, habe ich gerade einmal gemacht, aber okay. Leg mich jetzt, glaube ich, erstmal hin. Das ist eigentlich sonst nicht so gesund. Außerdem bin ich noch ultra bekifft, Mann. Ja, sonst wirst du nachher noch von den Coppers angehalten. Ja, deswegen, Mann.
Ja, weiß ich. Vor ein paar Tagen, als ich angereist bin, hat mir irgendein Typ so ein Zeug gegeben. Ich musste nichts bezahlen, habe ich mir gedacht, geil. Brauchst du halt den Chip wie jeden anderen. Und du bist du seit Tagen unterwegs, war was? Ja, ich habe 2 Tage gepennt, bin dann zum PD gelaufen, Alter. Laufen, ja. Okay. Ah, keine Ahnung. Naja, aber ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen. Ausgeliehen? Ausgeliehen, ja. Das stand da so und sagte, hey, ich bin hier und nimm mich. Bist du ein Raucher? Ja. Hast du ein Feuerzeug, Mann? Ja. Hattest du das gegeben? Ja, na klar. Bitteschön. Danke. Kannst du behalten. Ich hab noch eins bei. Na, geil, Digga. Ist immer gut, wenn man mehr als eins hat, weil, ja, man sucht immer eins und dann steckt man sich lieber gleich 2 ein. Ne? gönn dir. Ja, den sowieso, Mann. Hab ich verdient, Mann. Hab gearbeitet. Aber ich werde das auch mal ausprobieren, eine Runde ausliefern, mal sehen. Achso, ich dachte, Weed. Nee, später vielleicht. Wenn du willst, hier. Geh mal an. Na, jetzt zieh nicht, aber vielleicht für später, was, wenn ich Feierabend mache. Weil ich muss ja jetzt unterwegs, möchte ich ja nicht angehalten werden von der Polizei. Mache nachher noch einen Drogentest und hier und da. Das gibt einen richtig guten Trick, Mann. Pass auf, Alter, du machst in deine Kapuze, wenn du darfst sie aber nicht auch anziehen. Dann ein paar Gramm geben, dann machst du die in deine Kapuze rein oder wo du halt denkst, wo die nicht nachgucken. Meistens ist es halt so in den Intimbereich, ne? Mhm. Und dann, da gucken die wenig nach, also von daher. Okay. Rein, ne? Naja, so 1-2 kannst du mir ja geben. Mehr muss ja nicht sein, erstmal. Hast du ja auch. Mit Tabak mischen. Okay, dankeschön. Dankeschön. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Alles gut. Habe ich schon mal jemanden kennengelernt? Wollen wir noch Nummern austauschen? Vielleicht können wir uns ja gegenseitig noch irgendwie mal nützlich sein, helfen, keine Ahnung. Meine Nummer erst haben oder was? Ja, darf ich deinen Namen erfahren? Mein Name ist Matthew. Matthew Moore oder nämlich Double Heaven oder so, wie du willst. Wie schreibt man das, Matthew? Ich schreibe einfach Double M. Double M. So. Double M, okay, habe ich. Ja, dann die Nummer. Moment, ich habe natürlich, ich komme mit meinem Telefon noch nicht ganz klar, ich habe in der Suche den Namen eingegeben. Siehst du, du hast mir angepustet, ich bin ja schon total breit. So, Telefonnummer. Die 096? 96? Nee, 69. 69, okay. Ich wollte schon sagen, meine fing mit 69 an. Dann die 79? 79? 74? 74, ja. 89, Mann. 89, okay. Und dein Name? Ich bin der Charlie. So wie Gedenke mit IE? Mit IE geschrieben, genau. Und Moment, meine Telefonnummer muss ich selber erstmal nachkicken. 069. 4-6-1-1-6-6. Warte mal, nicht so schnell. 4-6. 1-1. 1-1. 6-6. 6-6. Genau. Mann, das, Digga, das ist leicht. Der Charlie, ja. Genau. Mein, vielleicht bin ich irgendwo. Ja, Handy klingelt, okay. Jo, gut. Super. Ich. Double M ruft an. Passt. Ja, wer weiß, erstmal werde ich hier bestimmt ab und zu mal arbeiten und gucken. Und in Zukunft mal schauen, vielleicht findet sich eine Werkstatt, die meine Dienstleistungen zu schätzen weiß, weil so an Autos schrauben ist so mein Ding. Oh, den Shit halten, Mann. Boah. Gönn dir. Aber wie gesagt, ich zieh mir halt später erst rein. Ja, man macht das. Bestes Zeug aus New York, Mann. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Feierabend, ne?
Und hau dir nicht so viel rein. Ja. Nicht, dass du morgen nicht aus dem Bett kommst. Ein Wunder, dass sie mich damit ins Flugzeug gelassen haben. Ja, das hat bestimmt gestunken wie Sau, ne? Oh, du, die haben mir gedacht, ich hab Schweißausbruch hier. Ja. Mitten im Flugzeug, ey. Die Lüftung hat abgekackt. Das kann ich mir vorstellen. Da denkt man denn schon, das riecht man ja auch selber, ne? Und. Holy shit. Ja, der einzige Vorteil an Weed ist, es riecht manchmal wie Schweiß, also von daher. Ja. Ja, und wenn die Leute keine Ahnung haben, kann man es vielleicht mal als Kräuter verkaufen. Ja. Das ist mein Kräutertee, der ist von Oma, ganz wichtig und so. Das ist der Thymian Mario Majoran Mix, Mann. Der stinkt so. Genau. Der ist gegen meinen grauen Star oder was weiß ich denn. Oder gelben Star. Der ist gegen Langeweile. Ja, und dann wünsche ich dir eine schöne Nacht oder was auch immer, du Nachtschicht. Was auch immer, ja, du machst, Mann. Ich drehe bloß noch eine Runde, denke ich mal, und dann werde ich mich mal irgendwo wieder unter einer Brücke verpissen. Weil so richtig habe ich ja auch noch keine Wohnung und wenn es nachher regnet, möchtest du ja auch nicht aufwachen im Regen. Penne ich unter der Brücke erstmal, bis ich irgendwie eine Wohnung habe. Jo, Mann, ich werde mich bei den Nigger da vorne noch abmelden gehen. Ah, ja, zumindest die Schicht beenden, ne? Jo. Aber der hält ja auch den Arbeitsvertrag hin, also nicht unterschreiben, dass du kündigst, ne? Nein, Mann, nein, mach ich nicht. Nicht, dass du hier voll gedröhnt, ne, noch deine Kündigung unterschreibst. Das wäre ja suboptimal. Nee, Mann, alles gut, Mann. Werde ich schon nicht. Gut, ich werde dann mal, ne? Schönen Abend noch. Oh, hau rein, Mann. Lass dir gut gehen. Danke nochmal fürs Gras. Ja, kein Problem, Mann. Tschüss. Microphone muted. Ich hab hier Lichter gemacht. Knattern war mal eh eine Tour. Hier stehen ja noch ein paar fertige. Mal checken. Das war eine breite Leiter hier. Kilometers. Gucken wir mal. Ich könnte wetten, dann muss ich den auch wieder einparken. So rückwärts. Microphone activated. Microphone muted.
Knapp. Ich dachte, man hier stecken bleibt. Der ist viel zu krass, der LKW. Der müsste eigentlich noch ein bisschen genervt werden. Der nicht so zieht und so. So schnell fahrt. Sollte schon ein bisschen schwerfälliger sein. Ein bisschen. Ah so, okay. Ja. Das kann jetzt was werden. Achtung. Eieiei, das kann was werden. Hier rückwärts einparken. Nicht gut. Da habe ich mir auch was vorgenommen, ey. Holy shit, da überall stehen welche rum. Okay. Halt. Wenn der krass abzieht, wenn man keinen Hänger dran hat, dann ist das schon. Ich denke mal, das ist so schwer zu programmieren, dass wenn das Fahrzeug einen Hänger hat, dass der dann andere Fahreigenschaften hat. Und wenn man den jetzt so schwerfälliger machen würde, dann würde der nachher mit Hänger gar nicht mehr aus dem Arsch kommen. Sigma. Stand das schon immer da?
viel zu krass, ey. Da denk ich mal eben, was 100 fährt in der Stadt und so schnell hoch auf die Geschwindigkeit ist. Motorhaube ist auch schon ganz locker. Ich mich erschrocken, ich dachte, er will geradeaus weiter. Toll, jetzt flattert hier eine Motte bei mir im Zimmer rum. Verdammte Motte! Holy shit. Sieben Kilometer, wo soll ich den denn herholen? Nummer 3, ist das der in Lido Bay oben? Eins Komma neun sieben, okay. Warum mal den? Da will bestimmt keiner hinfahren. Was für ein Fahrzeug fährt er? Dreiunddreißig, holy shit. 34. Kann man ordentlich rasen.
Ich schätze mal auch, je weiter man fährt, umso mehr Geld kriegt man, ne? Eine reine Vermutung. Jetzt hat er mir den zugeordnet. Oh. Den nehme ich jetzt auch. 600 Meter. Da müsste ich auch der dichteste dran sein. Ja, tut mir leid, Schrankenwart. Du hast zu spät geöffnet. Ich habe gebremst. Aber es hat nichts genützt. Da ist mein Hänger. Joho, den bringen wir denn zurück. Ach du Scheiße. Hört sich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich hier gerade komme, ne? Immer ordentlich drehen. So Spitzen abbiegen, kriege ich gar nicht hin. Ich hoffe mal, die Schranke ist nicht gegangen. Oh. Nee, ist sie nicht. Verdammte Motte, die geht mir auf den Zeiger. Plattert hier immer fröhlich vor mir rum.
Aber ich glaube, nach der Tour ist erstmal gut. Ich werde mal mit Tastatur weiterfahren, da habe ich jede Hand frei. Also mit Controller geht es schlecht mit jeder Hand fahren. Kann nur ein bisschen dampfen nebenbei. Dirp. Zieh mal einer Dampfe und vergess den Knopf zu drücken. Wunder dich, warum kein Qualm rauskommt. Runterfahren, sagt er, okay. Ein Glück, ich hab da noch rechtzeitig drauf geguckt. Schon cool gemacht, dass man so einen zweiteiligen Job hat. Nur wenn die einen ihre Arbeit machen, können die anderen noch rausfahren, ansonsten müssen die das halt machen, ne? Wollen, okay. Hier haben wir gelernt, immer schön ausholen.
gucken, ist jemand in der Nähe? Nee. Kann ich um 1 Meter rückwärts fahren? Ich muss nämlich hier hin. Oh nee, ne, genau in der Mitte. Muss hier rüber. Nein, falsche Richtung. Oh nein. Wie rum jetzt? Warum? Glaub. Moin, Parken, den da. Schicht beenden. ~41 hat das jetzt gebracht, der weite Weg. ~177. ~235. Ein offener Waggon wäre ja schon was, ne? Aber ich glaube, sowas gibt es hier. Ah, bloß nachher wacht man in Timbuktu auf. Das ist dann auch nicht so optimal, glaube ich. Sieht nach einem adäquaten Schlafquartier für die Nacht aus. Kann man hier das Licht noch ausmachen? Ne, kann man nicht. Naja. Jo, ich glaube, hier kann man sich in der Ecke legen. Dann wird man nicht nass, wenn es regnet und so, ne?
denn? Ich muss sagen, Charlie dankt fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Sehr wahrscheinlich. Und dann bin ich erstmal off. Winke, winke. Bye, bye. Yo, peace, man. Bye-bye.